Damit geht's direkt los. Lanzen hat gestern bei Minecraft auch hunderte Subs wieder verschenkt. Hunderte, wirklich. Also, Chat nochmal hier. Gesunde Hand. Ungesunde Hand. Also in deiner Kamera sieht das irgendwie auch noch krasser aus. Ich weiß nicht warum. Alter, ich bin so sauer. Mediziner, du kannst mir das tut meine bewerten, Hand so oder? Weh. Uff. Oh. Also die wird halt auch nicht. Die ist doch immer gut durchblutet. Puh. Aber gut, mein Kopf ist auch minimal rot, ja. Ich war minimal sauer. Lecco mio. Ich wünsche dir viel Spaß bei Gothic. Heftig, ja. Viel Spaß dem Chat auch und danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao, Leute. Boah. Okay. Ja, also wie gesagt, Lanster nochmal vielen, vielen Dank für 25 Community Subs. Alter, super nice. Abyss hat 300 Bits da gelassen und G-Seed einen siebenfachen. Ich muss mal ganz kurz mir extra was hier bereit gemacht und kalt gestellt, dass ich jetzt gebrauchen könnte. Während das Spiel startet, komme ich sofort wieder. Geh kurz trinken holen. Boah, bin ich sauer, Alter. Leck mich am Arsch. Bis sofort. Mann, 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 Mann. Was ich hier habe, ja, das ist jetzt gut für die Hand. Ups, so, hier. Die habe ich noch im Schrank stehen gehabt. Die habe ich mir nämlich dort gezockt. In Osnabrück. Bei Friendly Fire. Und ich dachte mir, bevor die schlecht wird, trinke ich die mal auf. Und ich dachte mir, ich trinke die mit euch im Stream auf. Die gute Friendly Fire Cola. Von Friendly Fire 6. Die ist gerade schön eiskalt. Die halte ich jetzt. Ich halte die einfach die ganze Zeit jetzt hier so. Mit meinem kalten. Mit meiner Hand, um zu kühlen. Es tut so gut. Wenn sie ein bisschen kühlt. Eieiei. Oh, das tut gut. Halt die Flasche auf die Stirn, ja, das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Kallen Grigori, danke schön für die Zehntfachen. Also. Wie sieht's aus? Um euch mal kurz ein Bit draufzunehmen, ja, vielleicht durch die Aufnahme sind vielleicht nicht alle jetzt quasi im Gothic drin. Wir spielen hier den namenlosen Helden, haben uns mittlerweile den Söldnern angeschlossen und haben jetzt noch ein paar Quests zu tun, die einen oder anderen, ja, wir müssen noch durch ein paar Orte laufen und ich würde sagen, wir gehen jetzt heute auf Diebestour durch Kurinis. Wir haben nämlich die Quest, die Blutkelche holen. Cassia will, dass ihr die 6 Blutkelche, dass ich ihr die 6 Blutkelche bringe. Sie sollen alle hier in der Stadt sein. Dafür gehen wir erstmal zur Diebesgilde. Wir gehen jetzt heute richtig schön Leute ausrauben. Ja, Mods, wenn das noch auf Wreckfest sein sollte, bitte einmal umändern auf Gothic 2. Das wäre nice. Gehen wir mal rein. In die gute Stube. Ich muss nämlich noch Taschendiebstahl lernen. Den will ich nämlich noch vorher lernen. Da müsste ich eigentlich Strichliste führen. Bei dem, wo ich keinen Taschendiebstahl noch machen konnte bislang. 10 LP kostet der Taschendiebstahl. Den gönnen wir uns. Zeig mir den Taschendiebstahl. Wenn du jemandem die Taschen ausleeren willst, lenke ihn ab. Quatsch ihn einfach an. Sprich mit ihm. Beim Gespräch guckst du ihn dir an. Achte auf ausgebeulte Taschen, Schmuck oder Lederschnüre am Hals.
und achte vor allem darauf, wie aufmerksam der Kerl ist. Einem betrunkenen Tagelöhner auszurauben ist was anderes als einen wachsamen Händler, klar? Wenn du dich natürlich ungeschickt anstellst, kriegt das mit. Also immer ruhig bleiben. Okay. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Muss natürlich wieder immer öfter speichern. Hey, du. Kann ich eigentlich auch die ausrauben? Kann ich nicht. Hey. Wegen der Blutkelche. Die Kelche kann ich nur zusammen loswerden. Bring mir alle 6. Okay, hey, Leute, ich dachte, ich könnte die auch ausrauben. Man kann alle mit Namen, dachte ich, ausrauben, aber scheinbar nicht die Diebesgilde. Okay. Dann scheinbar nicht die Diebesgilde. Dann müssen wir erstmal gucken. Also, ich weiß nicht hundertprozentig, wie die, wie der Taschendiebstahl funktioniert, aber ich glaube, du hast so ein bestimmtes Fenster an Geschick, die du haben musst. Dann kannst du die ausrauben. Ich weiß aber nicht hundertprozentig welchen. Es wäre gewagt, ihr Goldbeutel zu stehlen. Wir testen das mal mit unserem 64. Ich habe keine Ahnung. Hat funktioniert. Es wäre gewagt, reicht. Sehr schön. Gehen wir mal hier einmal rund. Okay, den kann ich auch nicht ausrauben. Hört ihr Bewohner von Korinis? Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ab sofort geil, das gibt ja richtig wird Lord Erfahrung. André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Turmschlüssel? Gönnen. Es wäre einfach, sein Geldbeutel zu stehlen. Perfekt. Und weiter geht die Party. Wir laufen jetzt hier einfach mal ein bisschen die Viertel ab. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Okay, den kann man offensichtlich nicht klauen. So, dann gehen wir hier einmal hin. Wulfgar, kann man dich ausrauben? Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das müsste ja auch wieder passen. Nice. 80 Gold. Alter, hier kannst du ja richtig reich werden. Das ist geil. Den nicht. Hey. Voltan. Okay, kann man auch nicht ausmachen. Ausrauben. Ich habe dich gewarnt. Jetzt ver... Ah, okay. Naja, ihn kann man ihn nur ausrauben, den Fernando, den wir hinter Gittern gebracht haben. So schön. Oh. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Lass mich in Ruhe. Ah, sehr schön. Alter, wir werden ja richtig reich. Gewagt, ich weiß nicht, was halt die Stufen sind, die man haben muss. Ich will das... Okay. So, dann gehen wir hier weiter. Wir müssen, wie gesagt, die Blutkelche farmen. Die gibt's. Wir haben schon 16.11 Uhr. Das ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich schon bald Nacht. Ah, nee, komm ich ja gar nicht rein. Was wolltest du da drin? Ja. Wolf. Ich hab mich doch nur verlaufen. Ich greif dich nie wieder an Sachen, die dir nicht gehören. Dein Ernst, Spiel? Ja, und dann raubt er mich aus. Ja, hätte so gern. Hä? Alter. What the fuck? Ja, nice. Jetzt darf ich die nochmal alle ausrauben. Nice. Das ist belastend. Hey. So. Gut. Ich habe keine Ahnung, warum das so war. Willst du noch ein lecker? Scheiße, jetzt habe ich dem aus Versehen Pilz. Weißt du, Mann. Ja, hab ich gerade dafür auch ausgeraubt. Dankeschön. Dann müssen wir noch hier zu Wulfgar nochmal hin und dann haben wir sie ja schon wieder alle. Dann haben wir sie ja schon wieder alle.
Wolfgar. Dankeschön. So, da... Ah, ne, doch Fernando noch. Stimmt. Danke, Chat. Hätte ich fast vergessen. Lanz dann. Gib noch mal einen Sub. Dankeschön. Chiller Miller hat einen Vierfachen dagelassen. Jonas Lingenberg hat 5 Euro donated. Sagt, hey Jay, mir fiel gerade auf, wenn du eine Glatze hättest, siehst du aus wie... Weit würde ich wie Jason Statham aussehen. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht so ganz. Also da hätte ich halt eine Glatze wie Jason Statham. Das ist richtig. Aber sonst, naja. Kann man in der Stadtwache was zocken? Nee. Raphael Derdorn hat einen 1 Euro da gelassen. Dankeschön. Den auch noch. Vincent hat einen 21-fachen dagelassen. Dankeschön. Store Music, einen neuen Sub. Kellen Grigori, der hat da auch gerade schon 10-fachen dagelassen. Dankeschön. Hey. So, jetzt hier noch Ruga. Es wäre einfach, seinen Schlüssel zu stehlen. Wieder ein Turmschlüssel. Okay, wir haben jetzt 2 Turmschlüssel schon. Das ist natürlich super nice. Ich glaube, das sind aber alle hier jetzt in der Kaserne gewesen, die wir haben. Ich habe hier so eine Strichliste. Ich schreibe jetzt einfach alle Namen auf, die wir noch ausrauben müssen, wenn wir nicht genug Decks haben sollten. Aber bislang hatten wir noch keinen. Ganz dann genommen. Dankeschön. Hey. Wirklich? Das wäre ein Kinderspiel. Als ob ich ihn beklauen kann. Na gut, okay. 5 Gold. Rengaro ist eine richtig arme Sau. Er redet einfach zu viel. Lieber mal speichern. Ah, da bist du ja wieder. Stufe gestiegen. Mein Mann sieht das anders. Hey. Hast du nichts? Er ist immer gewagt. Also nicht, dass mich das stören würde. Er sollte lieber. Finde ja ganz nice. Ich glaube, hey. Bartok kann man nicht beklauen. Alles klar? Ja. Der Schreck mit dem Ork steckt. Er redet. Okay. Hä, Baltram auch nicht? Wieso kann ich gerade Händler nicht beklauen? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Er erzählt. Alter, 100 Erfahrung. Alter, wie viel bringt Taschendiebstahl bitte? Schlimme Zeiten sind es. Was du nicht sagst. Das ist ja der Shit. Das ist ja übel OP. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Einen Trank zu stehlen? Elixier der Heilung. Okay. So, ich glaube, der Marktplatz ist jetzt auch leer. Gehen wir weiter. Wer muss die Arbeit hier machen? Und wieder speichern, richtig. Wir klauen jetzt einfach so lange, bis wir dann Nacht haben. Um quasi dann... wir müssen so Abschnitte klauen, würde ich sagen. Beklauen. Versuchen, seinen Schlüssel zu stehlen. Das hört sich schon wieder ein bisschen stressiger an. Weil auch immer der Schlüssel ist. Von ihm. Okay. Wofür ist der Schlüssel gut? Ich habe keine Ahnung. Bürger, Kavaloren. Es wäre einfach, sein Pfeilbündel zu stehlen. Immer ihm. Und so soll es sein. 44 Pfeile, mega. Aber der Mensch und das Tier führten Kriege. Oh, ich kann ihn nicht klauen. Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Dann hast du Lord Hagen deine Nachricht gebracht? Nein, noch nicht. Dann beeil dich. Ja, okay, hab ich verklickt, alles gut. Neben ihm stand eine Truhe. Aber da kommst du ja gar nicht hin, weil Coragon ja 24-7 da ist. Also wie soll das denn nicht... Nee, die Truhe ist nicht verschlossen. Also ich meine, wie soll man da drankommen? Schlafspruchrolle. Gar nicht so dumm.
Thanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos ungleich waren, und er bat Innos, den Menschen seine göttliche Macht zu nehmen. Gucken, was wir hier noch haben. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zu kreieren würde. Aber das waren nicht die Schlüssel, glaube ich. Okay, er ist wieder wach. Aber das ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde. Da, dafür war der Schlüssel gut. Weil hier, normalerweise sind die verschlossenen Sachen rot. Das heißt, das kennen wir doch nicht. Hat der irgendwo ein Zimmer? Ein Haus? Aber das Licht war eine Qual für Belia. Und alles, was Innos erfüllt, wer hat der irgendwo ein Haus? Wurde von Belia zerstört. Pablo, den kann man schon auch bestehlen. Na klar. Gut, dass man die Wachen immer so einfach bestehlen kann. Dritter Turmschlüssel von 5, die wir noch möglicherweise ausrauben können. Das ist schön. Und keine Dunkelheit. Wir gehen erstmal einfach das untere Viertel jetzt abklappern. Das ist ja super geil. Warte mal, hier kannst du mal noch irgendwie was klauen. Zeig mir das. Kaufen, Entschuldigung. Feuernessel, Heilwurzel, Feuer, Drachenwurzel. Ja, komm, gönn. Nehmen wir mit. Wir haben es doch. Wir haben es doch, Chat. Hallo, Harald. Wie das einfach keinen auffällt. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Hallo, mit dem habe ich noch niemals geredet. Der Lehrling von Meister Harald. Das ist ja schön, dass du der Lehrling von Meister Harald bist. Und du bist jetzt 100 Gold ärmer. Hau rein. Torben. Hey. Hat auch nichts. Danke, Eldritch, dass du mich... Danke. Ja, gern geschehen, mein guter Freund. Danke, dass du mir 110 Gold gesteckt hast. Wir können nur abwarten. Ey, wie viel Erfahrung können wir hier chabbern? Das ist ja abnormal. Das ist ja wirklich abnormal. Hier kann man ja nicht beklauen. Aber wir können uns eben mal 50 Pfeile zocken und 5 Äpfel. Uns hat der, glaube ich, nichts Spannendes dabei. Okay, dann kommen wir weiter. Das war doch klar. Taschendiebstahl, ich glaube, also. Wenn ich mich noch recht erinnere, hast du wirklich so ein Scaling. Es geht um Geschicklichkeit und man hat ja von Anfang an 10. Das heißt, du hast quasi so ein Scaling von 0 bis, keine Ahnung, 20. Da kannst du, glaube ich, es ist einfach, da kannst du halt auf jeden Fall klauen. Dann gibt es von 21 bis, glaube ich, 41 und von, oder bis 40 und von 41 bis 60. Ich glaube, bis 60 ist das gewagt und danach ist halt noch was. Da bist du ja wieder. Bin mir da aber auch nicht hundertprozentig sicher. Es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Da bist du ja wieder. Deswegen werde ich mal einmal kurz speichern und checken. Ich glaube, das wird nämlich nicht funktionieren. Na warte, du dreckiger Dieb. Okay, das mag Bospa nicht. Bospa. Bospa auf die Liste. Den müssen wir noch irgendwann ausrauben. Nicht, das hast du unmöglich nicht gibt's da danach auch noch. Alles klar. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell, das ist Felle, gut. Nice. Fell von Wagen. Zähe Biester sind das. Ist das auch der Laris Run? Oh ja, das Felle von Schattenläufer. Alter, Chat, das sind 6000 Erfahrungspunkte, die wir damit geholt haben. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Holy moly, wir sind so fucking reich. Zeig mir deine Ware. Bitte, er halt nicht einen geilen Scheiß da hat. Warum hört sie das anders?
das belastend. Wieso hatten denn nur Müll? Ulmenbogen. Ulmenbogen, Schmulmenbogen. Ich hab was anderes gehört. Wir haben jetzt einfach 4000 Gold. Ja, wie du sagst. Hallo. Ich hab mir das schon gedacht. Da müssen wir aber jetzt durch sein mit dem unteren Viertel, oder? Alle mittleren Viertel, nennen wir das mal so. Ich hab mir das schon gedacht. Wenn ich es nicht mit allen Augen sehe. Das war. Wir können nur abwarten. Oder habe ich wen vergessen? Ich glaube nicht, Chad, oder? Gehen wir einfach jetzt ins obere Viertel, weil wir da eh schon hin wollen. Ja, 18:05 Uhr. Ah, das Schafsfell hat er noch, ne? Oh. Gar nicht so dumm. Großer Lederbeutel. Was machst du mit dem Gold? Ja, gucken wir mal. Man kann gute Sachen auch bei den Händlern kaufen, auf jeden Fall, doch. Es wäre gewagt. Gewagt ist auch wieder easy. Jetzt müssen wir mal schauen. Wo kann man die denn noch beklauen? Stadtwache, Ritter, das hab ich noch Wambo gar nicht. Auf jeden Fall noch. Ich könnte dir Sachen erzählen. Es wäre gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Das war doch schon vorher klar. Turmschlüssel, nice. Ich habe dein Gold. Alles klar. Dann werde ich ab jetzt abends verschwinden. Und denk dran, wenn du in meiner Nähe Ärger machst, kenne ich dich nicht. Sehr gut. Die 250 können wir das machen. War doch schon vorher klar. Okay, das ist der vierte Turmschlüssel, den wir haben. Ich weiß halt nicht, was es noch alles gibt, aber. Boah. Aber hier, nicht der Hauswache. Den können wir nicht bestehen. Kann ich da rein? Stört den nicht. Okay. Bürgerin, kann ich den Richter bestehen? Hallo? Ah ja. Dankeschön. Turmschlüssel. Nehmen wir. Wir müssen später auf jeden Fall hier noch durch diese ganzen Häuser patrouillieren. Ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich in der Nacht machen, wenn wir dann soweit sind. Okay, hier ist immer gar nichts. Und da müssen wir die Blutkelche finden. Einen haben wir, glaube ich, bereits. Genau. 6 Stück brauchen wir. Ich habe keine Ahnung mehr, wo die sind, muss ich ehrlich sagen. Also im Zweifel müssen wir mal dann zusammen das irgendwie hinkriegen. Er hat doch die falschen Leute gehört. Speichern. Speichern ist immer gut. Gute Idee. Lutero. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ja, wir haben echt wenige, wo man halt wirklich dann noch klauen kann. Also man kann ja wirklich fast alles lernen an Leuten. Ich habe was anderes gehört. Ist die Tür immer noch offen? Hey, die Tür ist immer noch offen. Lui. Ich habe was anderes gehört. Dankeschön. Ehrlich? Er ist erst Wambos. Alter. Heißt der nicht Wambo? Hieß der Wambo? Ja, heißt doch Wambo. Okay. Ich weiß nicht, ob ich noch ins Rathaus gehen kann. Wahrscheinlich. Da ist der Richter. Wo geht denn der jetzt hin? Das war doch seine Entscheidung. Keine Ahnung. Ist mir egal. Halt! Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Lass mich durch. Ich komme als Bote der Söldner. Na schön. Aber ich warne dich. Wenn du hier Ärger machst, wirst du keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Wambologie. Chat, was ist los mit euch? Ey, trollt ja hier nur rein. Finde ich geil. Ist das schon Lord Hagen? Hä, Lord Hagen? Kluges Kerlchen. Ich wusste gar nicht, dass Lord Hagen hier ist. Da gehen wir dann noch nicht hin. Weil da geht's direkt weiter, glaube ich. Mit den Kapiteln.
Okay, hier ist auch niemand. Wenn ich hier eh schon bin. Nimm die Finger weg da! Wir hätten das gesehen! Hä? Wache! Hä? Der alte Zukunft deine. Alter, da kam der Oberkicker direkt an, ey. Der Richter kommt mit dem Roundhouse-Kick direkt da an. Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Hab mich verdrückt. Was machst du hier? Was sprichst du mich an? Ich, Sag mal, kenne ich dich nicht irgendwo her? Kann schon sein. Nicht so patzig. Was glaubst du eigentlich, mit wem du redest? Schlag mir gegenüber wenigstens einen angemessenen Ton an. Und jetzt, geh mir aus den Augen. Wie groß sind meine Hände immer noch? Da ist die kaputte. Ja, die ist schon immer noch sehr rot, Alter. Ja, geh doch! Wer ist denn Larius? Nirum Larius. Was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Dankeschön. Jetzt hat sich die Zeit quasi geändert, dass die hier jetzt alle sind. Ja, warten wir nochmal. Oberes Viertel haben wir jetzt auch leer geklaut, oder? Habe ich wen vergessen, Chat? Wer sagt denn sowas? Larius ist der Statthalter, okay. Wo soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich glaube, wir haben alle. Wenn ich es nicht mit dann müssen wir jetzt hier warten, bis sie schlafen. Das gehen wir nochmal durch die... Gärtner neben dem Rathaus. Ja, Lord Hagen. Ja, okay. Lord Hagen müssen wir erstmal selber ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob man den beklauen kann. Und Gärtner gab es noch, das stimmt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Was du nicht sagst. Jetzt wird's gut dunkel hier. Mein Mann sieht es anders. Da vorne ist der Gärtner. Alter, der arbeitet ja richtig lange. Guter Mann, der Gärtner. Oh! Der gehört zur Diebesgilde. Du gehörst also dazu? Dann habe ich eine nützliche Information für dich. Einige der Häuser hier oben haben geheime Wände, die nur durch versteckte Schalter geöffnet werden können. Dahinter bewahren die Leute ihren wertvollen Krempel auf. Aha. Hä? Warum ist das jetzt nicht vertont? Hä, vergiss es, Junge. Was machst du hier? Was glaubst du, hm? Ich bin Gärtner. Ich kümmere mich um den Garten. Du bist hier ziemlich alleine, was? Ja, und das soll auch so bleiben. Ich bin froh, dass ich hier meine Ruhe habe. Damals, da habe ich einen Kerl umgelegt und sie wollten mich in die Strafkolonie bringen. Aber Larius, der Statthalter, brauchte noch einen Gärtner. Oh, dann will ich lieber einen Gärtner. Deshalb konnte ich hier bleiben. Dieser Garten ist mit der Zeit mein Zuhause geworden. Und ich bin zufrieden damit. Nice. Brauchst du auch Pflanzen an? Wenig. Ich habe Feuerkraut und Feuernesseln angebaut. Habe auch mal Sumpfkraut probiert, aber das wächst hier nur mäßig. Naja, ich habe gerade geerntet. Also, wenn du was kaufen willst? Zeig mir das. Der hat ja nur Scheiße. Bla bla, nix. Nix Nices. Dankeschön an Lanster. Alter, Lanster gönnt hier einfach mal weiter. Okay. Dankeschön. Danke an Archangel TG 117 für den 15-fachen. Crafts Creed einen 9 Sub. Butzlaff einen 9-fachen. Ich glaube da nicht dran. Hey, ich habe keine Ahnung. Lanster, hast du nochmal eingegiftet? Ich weiß es nicht. Wenn auf jeden Fall trotzdem. Danke. Die kommen aber so einzeln an. Okay, jetzt sind die hier drin. Ab wann ist denn Nacht? Das ist wirklich nicht mein Problem. Ab wann ist denn hier Nacht? Und es wird die pennen gehen. Ich glaube, wir sollten mal einmal kurz Mitternacht rausholen. Er erzählt alles weiter.
Das habe ich schon immer gesagt. Das war doch klar. Ah, guck mal. Tschüss, Wambo. Ist das wirklich wahr? Alter, ich habe mich fast gerade an die Truhe gestellt. Ist jetzt später Abend? Was ist das? 22 Uhr. Also der Punkt, wo die jetzt pennen gehen, oder? Gucken wir mal. Ja, die gehen ja jetzt hier 10 Uhr. Ab ins Bettchen mit euch. Na, da ist Lothar, da müssen wir aufpassen. Wir müssen jetzt eben mal kurz abcheckern, welchen Bereich man denn da beklauen kann. Ich meine, wir waren ja schon in manchen Häusern. Ich glaube, wir waren hier in den... Hier in so zwei Häusern. Okay, vorne ist jetzt eine Wache. Müssen wir hier mal dran vorbeischleichen. Ich weiß nicht, weil, ob ich hier schon drin war. Zumindest kocht da noch wer. Was suchst du hier? Geh! Okay. Kluges Kerlchen. Die Zeit ist das noch ein bisschen belastend alles. Was soll das denn? Hat er mich beobachtet? Das sieht ihr gar nicht. Geh trotzdem mal gucken. Wir müssen nämlich nur noch diese wunderschöne Truhe beklauen. Dafür haben wir extra den Schlüssel gezockt. Heilung, Mana. Nice. Haben wir hier schon den Blutkelch? Ich dachte, hier gäbe es auch einen. Ich weiß halt nicht, welchen ich da geklaut habe. Gut. Hey, ich habe auch Wambo bezahlt, ne? Dann kann ich auch den Rest bedingsen. Das interessiert dir halt wirklich einen feuchten Dreck. Oder habe ich die da beklaut? Ne, ich habe die da geklaut. Kocht die Olle jetzt immer noch? Mann! Was suchst du hier? Geh! Raus! Ja, raus mit dir! Ach, das ist wieder jetzt ein Problem, oder was? Okay, wir müssen nachher noch dahin. Den Schalter neben der Truhe, den habe ich schon gedrückt, damit die Truhe überhaupt erst sichtbar wurde. Das habe ich schon vorher mal gemacht. Fangen wir mal hier an. Ich hoffe, dass hier schon alle pennen. Bier, Apfel, Fischsuppe. Nehmen wir alles mit. Alles ist unser. Zack. Fertig. Regal. Noch ein Honig. So. Ich weiß nicht, es gab hier, wie gesagt, diese geheimen Wände. Ich glaube, man konnte auch teilweise an irgendwelchen Lichtern, also so Kerzen und so weiter ziehen. Hier an diesen Dingern. Bin mir aber auch nicht gerade hundertprozentig sicher. Okay, hier pennen sie zumindest schon alle. Da ist ein Kelch. Goldener Kelch. Ist das ein Blutkelch dann? Zange. Habe keine Ahnung. Links. Oh. Was hast du hier zu suchen? Ups. Die finden das nicht so geil, wenn ich daran scheinbar dran rumspiele.
Das ist ja belastend, dass es direkt beim ersten Cracken. Rechts, rechts, links, links. Okay, rechts, rechts, links, rechts, rechts, links. Nice. Oh! Ein Blutkelch, Leute. 2 von 6 haben wir. Wupp, wupp. Gut, ich glaube, es gibt nur einen pro Ort. Das heißt, hier haben wir das. Meine Hand tut immer noch so weh. Dragon Jot the Gamer. Ne, Dragon Yo the Gamer. Dankeschön für den 5-fachen. Vielen, vielen Dank. Wozu braucht man die Blutkelche? Das ist eine Quest von der Diebesgilde. Wir sollen alle Blutkelche farmen. In der Stadt. 6 Stück gibt es. Das sind bei den reichen Händlern des oberen Viertels. Dann gehen wir einfach mal hier die Reihe nach. Ins nächste Haus. Oh, ich habe keine Ahnung, was hier wessen Haus ist und wer hier überall wohnt. Aber wir laufen einfach jetzt hier mal die ganzen Orte ab. Wein, Wasser, Honig. Gönnen wir uns alles. Weiß nicht, ob hier... Ah, noch ein goldener Kerzenständer. Noch ein goldener Kerzenständer. Das ist alles lecker. Ich weiß nicht, konnte man auch an so einem... Ich weiß nicht genau, was man alles machen konnte. War das nicht so eine Lampe, die aus war oder sowas? Die sieht an aus. Okay, hier scheint keiner im Bett zu sein. Ah, doch, eine Bürgerin. Okay. Speichern. Links, links, rechts, rechts, links, links. Easy Snack. 50 Gold. Gönnen wir uns. Silberkelch. Regal. Oh, warte. Mal speichern. Links. Upsa. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts. Rechts, rechts, links, rechts, links, links. Nice. Dass die Regale auch befüllt sind, ist wirklich cool. Das ist wirklich cool. Haben wir noch einen Silberteller? Hier, die Lampe ist aus. Die kann ich, glaube ich, beziehen, oder? Oder auch nicht. Doch, kann ich wohl. Muss ich ein paar Mal draufklicken, okay. Weiß jetzt gar nicht hundertprozentig, wo wir sind. Da! Geradeaus durch. Das sieht nach dem geheimen Ort aus, den wir haben wollen. Schleichi, schleichi. Wer hat sich ja da eingeschlossen? Das ist aber belastend. Blutkelch, Silberkelch und nochmal 150 Tacken. Nice. Damit haben wir 3 von 6. Nehmen wir. Okay. Scheint wieder keiner aufgefallen zu sein. Ist hier was zu klauen? Nö. Speichern und das nächste. So, was haben wir hier? Erstmal das Essen von den reichen Klauen. Zack, zack, zack. Alles unsers. Danke. 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 Oh, 2 Regale. Pff, wer hat denn 6 Goldmünzen in seinem Regal und ist reicher Schnösel? Es triggert mich, dass ich da an dieses eine Goldstück nicht rankomme, muss ich sagen. Alles klar.
Trigger beendet. Wacholder. Ein Brot. Vorne ist noch ein Regal mit schön Honig, zwei Weinchen und einem Wässerchen drauf. Ich glaube, die werden nicht misstrauisch, wenn ich zu viel klaue. Oh, das Regal ist verschlossen. Das heißt, dafür brauchen wir dann wieder ein Speichern. Alter, da habe ich kurz Angst gekriegt. Links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Wow, dreimal rechts, easy snack. Scheint ja kein Gestör zu haben hier, ne? Alter. Da habe ich auch kurz Schiss gekriegt, muss ich sagen. Huiuiui. Jetzt ist auch die Musik aus. Und Dolch. Gold. Kleiner Lederbeutel. Da oben noch was oben drauf. Ich sehe da nix. Burger. Okay. Links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts, rechts. Links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Okay, hier gibt's leider nix. Der ist jetzt nicht wach geworden. Okay. Glück gehabt. Und eine Wurst. Alter, schöne Wurst ins Regal hier, in den Schrank. So muss das sein. Gut. Ich glaube, hier sind wir aber durch. Hier gibt's leider scheinbar keinen Blutkelch für uns. Ach, werden sie zu ein Drittel. Okay. Dann weiter geht. Ah, hier pennen die ganzen Paladine, ne? Was ist das denn? Schöne Innerstatue. Cedric? Cedric habe ich noch nicht beklaut. Rechts. Das war links, lol. Links. Okay, links. Rechts. Easy. Okay, die werden, wenn dann alle wach. Oder keiner. Das ist okay. Heißt Cedric, wo stand der? Wo ist der denn? Er muss ja dann auch dann da in dem Rathaus sein. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Da fehlt uns noch ein Schlüssel. Ist das von Cedric der Schlüssel? Pfeile. Alter, dass es gar keinen Sound gibt, macht einen kirre. 1 Uhr, wir haben eine Stunde jetzt. Kyrion hatten wir auch noch nicht. Hä, wo kommen die denn alle her? Noch eine Truhe. Rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, okay, rechts, links, rechts, rechts, okay. Aha, ein Schlüssel, ein Truhenschlüssel. Okay, können wir vorstellen, wo ich den wo finde, die Truhe. Als ob die Truhenschlüssel in einer anderen Truhe versteckt haben, Feuerfall. So. Das ist noch ein Regal. Hier ist, glaube ich, nix. Noch das Regal machen. Bücher lesen. Ich glaube, der gibt nix, oder?
Links, okay, rechts, rechts, links. Alter, habe ich mich erschrocken. Alter, das Geräusch. Links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, okay. Links, rechts, links, rechts, links, 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 rechts. Aha. Also es gibt auf jeden Fall Bücher, die auch fette Erfahrung geben, aber die hatten wir schon teilweise. Ich glaube, wir haben mittlerweile auch das alle gelesen. Das kenne ich schon. Ja. Also da gibt es wirklich, ich glaube, wir haben alle Bücher. Um ehrlich zu sein. Speichern und rübergehen. Da vorne nochmal zur Truhe. Ich habe keine Ahnung, wo ich sonst den Truhenschlüssel hernehmen soll. Also was ich mit dem Truhenschlüssel machen soll, sagen wir mal so. Sehr schön. Okay, wow. Ich dachte, da gibt es einen Blutkelch. Belastend. Also hier hätte ich auch Schiss, glaube ich, reinzuschleichen, muss ich ehrlich sagen. Bei 7 Leuten. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Mr. Joa, danke schon für den neuen Sub. Und Janla hat auch noch einen neuen Sub rausgehauen. Dankeschön. Okay, Cedric und Girion. So, dann gucken wir nochmal hier, ob im Richterhäuschen was ist. Gute Wache. Sehr gute Wache. Weil hier habe ich ja noch gar nichts geklaut, weil ja hier gerade noch Tag war. Glaube ich. Regal. Dann gehen wir nach oben. Beziehungsweise schleichen wir nach oben. Das dauert ja alles ewig. Und sonst so bei euch, Chat? Ich hoffe, ihr hattet heute bislang einen schönen Stream und hattet sehr viel Spaß. Rechts, rechts, links, rechts, 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 links, links. Rechts, 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 links, rechts, rechts, Alter, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links. Was ist los? Okay. Neuladen. Hä? Wo habe ich das denn jetzt falsch gemacht? Rechts, 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 links, rechts, links, links. Ah. 73. So, jetzt erinnere ich mich noch ziemlich daran. Ich habe die Blutkelche mal gesammelt und die gibt's, glaube ich, indem man hier dran rumdreht. Beziehungsweise auf ein Knöpfchen drückt, der dahinter war. Genau. Dann öffnet sich das. Dann haben wir den vierten von den 6 Blutkelchen. Ich habe aber echt noch keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Aber wir haben ja noch einige Häuser vor uns hier in dem oberen Viertel. Ich habe in der Wreckfest-Aufnahme war ich sehr, sehr sauer und habe ziemlich auf den Boden geschlagen oder auf den Tisch geschlagen und habe dabei mit der flachen Hand möglicherweise meine Hand sehr rot gemacht. Die ist immer noch schmerzhaft. Dankeschön. Nice. Ja, was heißt gute Besserung? Also, aua, gute Besserung, dankeschön. Aber bin ich ja selber schuld, ne? Ist ja nicht irgendwie, was ich hier gerne mache, gemacht habe. So, wie kriege ich das jetzt unauffällig durch? Okay. Unauffällig genug. So, kann man hier noch was ziehen?
Scheinbar. Dann gehen wir hier auch nochmal weiter. Wenn der Statthalter, der hat doch bestimmt auch so einen komischen... Wenn der Statthalter keinen hat, dann wird mich ja hart wundern. Blutkelch. Links, rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, 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 links. 1, 2, 3, 4, 5 mal nach... 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal nach... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal nach rechts. WTF, was ist das denn für eine Trolltruhe gewesen? What the fuck? Glück gehabt, dass es niemals abgebrochen ist. Aber fühle mich trotzdem verarscht. Goldene Halskette, Alter, die gibt 300. Sexuell. Zählen lernen mit Jay. Hehehe. Okay, hä? Ist nichts. Ah, daneben ist ja noch ein Bereich, wo man was sich ziehen kann. Was auch immer hier ist. Ich muss hier so häufig speichern, weil ich halt echt keinen Bock habe, das alles neu zu machen. Hey du, was schleichst du da rum? Warum bist denn du wach, Kollege? Cornelius? Es wäre gewagt, sein Buch zu stehlen. Dankeschön. Tagebuch. Tagebuch von Cornelius. Was? Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 20.000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner LOL! Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt. Die Söldner haben es eh verdient. Wenn es die... Lol, das ist Kapitel 3. Das klauen wir noch nicht. Das hat was mit Kapitel 3 zu tun. Scheißen wir dann drauf. Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Alles gut. Was schleichst du denn darum? Scheint keinen zu interessieren. Dass ich trotzdem alles ziehe. Blutkelch? Goldene Schatulle? What the fuck? Das sieht die gar nicht. Interessant. Oh, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Das Gesetz der Insel. Oh, nice. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch Bücher gibt, die ich schon noch nicht kenne. Das kenne ich schon. Okay. Fällt doch auf, wenn ich hier jetzt was klaue. Oder auch nicht. Hey du, was schleißt du da rum? Was? Ah, ist ja okay, ich gehe ja schon. Gut. Das war wieder sehr erfolgreich. Jetzt... Haben wir noch hier die Häuser? Das Haus da vorne? Der ist immer noch da, der Lothar. Guck, ob der sich stört, wenn wir jetzt reinlaufen. Scheinbar nicht. Da ist er doch, der Kelch. Ein Besen.
Den kloppen wir auf jeden Fall. Guck mal, der hat ein Bonsai. Quasi. Richtig geiler Klau, ja, aber was für ein richtig geiler Klau. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts. 100 Gold. Wir haben die 5000 Gold geknackt. Holy shit. Ich glaube, so viel Gold hatte ich noch nie. Der Besen ist nach innen gekehrt. Yep. Golden Hour. Schade. Okay, das ist kein Blutkelch. Goldener Teller. Ey. Ist krass, was wir da an Material auch rausholen. Das ist schon krass, wie viel man im ersten Kapitel wirklich machen kann. Wenn man will. Versteht sich. Nein, man kann natürlich auch schon längst im nächsten Kapitel sein. Aber will ich nicht. Okay, das heißt, hier ist nichts, glaube ich. Oder ist hier irgendwas, was ich hier übersehen habe? Ich sehe nicht irgendwie eine Lampe, wo ich dran ziehen kann. Das ist ein... Nö. Na gut. Was, auf dem Kamin war noch was? Ah ja, da, stimmt, tatsächlich. Den Kerzenständer siehst du ja wirklich nicht. Dankeschön. Na gut. Danke. So, dann haben wir noch das eine Haus. Neben Salandriel. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Ach, gar nichts, Kollege. Danke, Lothar. Guter Mann, dass dir das nicht stört. Welches Level bin ich? Das ist keine doofe Frage, das steht ja nirgendwo. Ich bin Level 15, ich weiß das selber nie. New Cool Name, danke für den Dreifachen. Hoffen wir mal, das funktioniert gerade mit Abo verlängern. Ja, das hat so wunderbar funktioniert. Test bestanden, New Cool Name, dankeschön. Danke auch an Bragglebem für den neuen Sub. Treeface, einen vierfachen. Paddy 2006 hat einen zweifachen dagelassen. Dankeschön. So, hier müssen wir noch rein. Was soll das denn? Raus hier. Ja, raus mit dir. Okay. Wenn er natürlich... Oh. Raus hier. Verdammt, ich wollte gerade sagen, wenn er mit dem Rücken zu mir steht, da fällt ihm das nicht auf. Fuck. Mein jetzt. Schlaf. Schlaf, Gegner, schlaf. Tschüss. Nein, ich töte noch keine Leute, die mich getötet werden müssten. Kann ich machen, wenn ich Bock habe. Aber aktuell sehe ich da jetzt noch keinen Nutzen. Und Sinn. Auch wenn das unbekannte Spieler sind, die halt also keinen Namen haben. Ey! Hand geht super. Ist immer noch schön rot. Aber es wird besser. Ich weiß nicht, hoffentlich sieht er mich jetzt nicht, wenn er wieder wach sein sollte. Na, schauen wir nicht. Was ist hier? Ah, hier waren die verbunden, die Häuser, ne?
halt richtig dicken Loot, ja. Das lohnt sich gar nicht, dafür die Schlafrolle benutzt zu haben. Für die ganze Scheiße, die der hier nur hat. Wie lange wirkt so ein Schlafzauber? 30 Sekunden oder so? Oh, Pfandbrief. Vielleicht ist hier doch was Interessantes drin. Von Lutero. Okay. Hätte ich den auch noch nicht finden dürfen? Ich habe keine Ahnung. Das kenne ich schon. Belastend. Immer Jagd und Beute, ey. Ja. Das Problem ist, wir haben jetzt, glaube ich, jedes Haus durch. Uns fehlt ein... ja, uns fehlt ein Dingens. Ein Blutkelch, den wir noch irgendwo finden müssen. Wo gibt's noch ein Blutkelch? Ja, raus mit dir! Beim Richter waren wir schon. Nicht im oberen Feld. Lema hat noch einen, ne? Kann das sein? Hatte Lema nicht einen? Ja. Guck mal in den Pfandbrief. Okay. Zur Tilgung der ausstehenden Schulden wird ein Pfand ausgesetzt, der mit einem Richtwert der Höhe der Schulden entspricht. Pfandverzierter Kelch aus Gold aus der Sammlung der Blutkelche gezeichnet. Lutero Händler, Lema der Pfandverleiher. Oh mein Gott, der Pfandbrief ist super guter Tipp, um herauszufinden, weil wird ja gesagt, bei jedem Händler, und Lutero ist ja logischerweise einer, das ist, Alter, dieses Spiel ist so unglaublich smart. Dieses Spiel ist so unglaublich smart. Smart! Krass. Ja, ich muss noch einen Sextant suchen, aber ich habe keinen gefunden. Was soll ich machen, wenn ich keinen Sextanter kriegen kann? So. Links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts. Ah ja, zack, 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 Blutkelch. Nice. Das war's doch inzwischen. Wir nehmen einfach alles mit. So, jetzt sind wir hier durch. Gehen wir einmal durch. Ich meine, wir haben nämlich jetzt alles. Haben wir 6 Blutkelche, Chat? Ja, check. Speichern. Nice. Unser... Wir gucken mal, was wir alles jetzt aus dem oberen Viertel gezockt haben in einer Nacht. Wir haben 5141 Gold. Haben mittlerweile... eine goldene Schatulle, die verschlossen ist. Goldenen Ring, keine Ahnung, ob wir den schon länger hatten. 6 Blutkelche, 6 Goldständer, eine Innenstatue, ein goldenen Teller, eine Halskette, 5 goldene Kelche, 2 goldene Schalen, nur eine wertvolle Innenstatue, Zangen, Silbersachen, Silberkelch 19 mal 3, Alter. Okay, 1000, Alter, wie viele Lederbeutel wir alleine haben? What the fuck? Kann man die, komm, stimmt, die Schatulle öffnen wir wieder. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ja, und was? 75 Gold. Ja, nehmen wir. Warum nicht? Ist Lema wieder wach? Hallo, Lema. Ihr redet einfach zu viel. Das hätte er auch selbst. Wir haben ein Schuldenbuch von ihm gezockt. Irgendein mieser Taschendieb hat mir mein Schuldenbuch gestohlen. Du hast doch nicht etwa mit der Sache was zu tun, oder? Ich? Nein. Ich habe was anderes. Ah ja, schon klar. Mach, dass du rauskommst. Mir brauchst du das nicht zu sagen. What the fuck? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das habe ich früher auch. Dankeschön. Das ist denn das Schuldenbuch denn?
Interessant. Geschäfte und Schulden. Ich, Meister Torben, Schreiner von Kuriden, schuldet dem ehrenwerten Herrn Lehmer 200 Goldmünzen. Koragon wird in Kurine schuldet dem ehrenwerten Herrn Lehmer 150 Goldmünzen. Und ich, Hanna, Besitzerin des Hotels, schulde Lehmer 250 Goldmünzen. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Schuldenbuch machen soll. Aber ich habe das jetzt erstmal. So, dann gehen wir einmal hier schlafen. Was suchst du hier? Geh. Naja, mache ich. Für den nächsten Morgen. Kluges Kerlchen. Dann gehen wir nämlich jetzt hier nochmal die kurz alle ausrauben, die es noch auszurauben gibt. Kluges Kerlchen. Fangen wir erstmal mit der rechten Seite an. Hey, ist der auch wieder weg? Ich weiß gar nicht, ob man diese nicht normalen NPCs hey. Überhaupt beklauen kann. Nee, zeig mir hab ich schon gedacht. Hab ich mir schon gedacht. Aber was ich auf jeden Fall machen wollte, ist... Tabak mischen. Mit einem Honig. Neue Tabaksorte gemischt. Ich glaube, man will die nämlich mit Honig, will die nämlich der Ibunabnuir, Ibunabambam, Alabambabambambesi. Er will die alle haben. Ach, erzähl mir nicht sowas. Jetzt würde ich auch den Meister den, glaube ich, kaufen. Alvin noch beklauen. Ja, die haben halt ja alle kein Geld, ne? Machst halt für die Erfahrung. Okay, guck mal, die kann man nicht mal bestehlen, so kacke ist die. Guck mal, nochmal 50 Gold. Wir haben gar nicht so viele Leute hier, die man beklauen kann, glaube ich, ne? Komm später nochmal wieder. Ach so, ja, okay, komm ich später nochmal wieder und raub dich aus. Gar kein Problem. Jack haben wir leider ja auch jetzt nicht mehr. Alle mit Namen, ja, ja, genau. Aber hier rechts, auf der rechten Seite, wenn man halt quasi diese Hauptstraße nimmt, müssten wir jetzt haben. Außer die Kneipe. Und es wird noch viel schlimmer. 140 Erfahrung mittlerweile pro Klau. Krass. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Du mischst bei der Bande mit. Na gut, dann habe ich etwas für dich. Wenn du mal Dietriche brauchst, dann komm zu mir. Ich habe noch ein paar auf Nase. Frag mich einfach nach, was zu trinken. Das ist mal wieder typisch. Okay. Gib mir was zu trinken. Ach, erzähl mir nicht sowas. Oh, gönn. Nehmen wir alle mit. Was du nicht sagst. Du hast es also geschafft. Jetzt kennst du meine Auftraggeber. Halte dich an das, was Cassia dir sagt. Uns ist es egal, wer du sonst bist. Du bist einer von uns. Und nur das zählt. Er sollte lieber den Mund halten. Okay. Auch nichts Spannendes hier mehr. Hey. Okay, ihn kann man auch. Laris kann man ruhig nicht ausrauben. Dann können wir die Händlerin dann noch ausrauben. Vielleicht. Fenia? Ja. Ich habe was anderes. Mein Mann sieht das anders. 75 Gold, Alter. Ich habe selbst an ihr erzählt. Alles krass. Weiter. Das ist krass. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Danke, Lanstan. Gönnt wieder. Alles weiter. Es wäre gewagt, seine Schlüssel zu stehlen. Ah ja, stimmt. Die Turmschlüssel müssen wir auch noch gleich alle durchgehen. Was stehst du hier draußen rum? Geh rein. Dieses heiße Geschöpf der Nacht wird deinem Leben. Ich glaube, da ja. kann keiner hören. Machen wir dann, ne? Das heiße Geschöpf.
ich weiß gar nicht, warum er sich so aufgesehen. Bromors Schlüssel. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was kann ich mit Bromors Schlüssel machen? Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Hat der irgendwo eine Truhe? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Der hat eine Tür. Okay, kann ich zumachen. Da ist ein Amulett drauf, oder? Links, rechts, 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 links, links, rechts, links, rechts, links. Rechts, links, rechts, 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 links. Rechts, links, rechts, 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 rechts. Alter. Goll. Wir klauen wieder zurück den alten Zuhälter. Ist doch ein Amulett drauf. Nee, Silberkette nur. Schade. Bin ich trotzdem dran. Dankeschön. Lanz dann. Dankeschön. 86 voll gemacht. Wacholder, Bratenfleisch, Degen und noch mehr Dietriche. Nehmen wir alles mit. Keine Ahnung, was noch hier gibt. Da ist noch eine Schatulle offensichtlich, die da oben in der Wand ist. Goldene Schale, silberne Schale, kostbare Schatulle, silberner Kerzenständer. Sexuell, sexuell. Das hat sich gelohnt. Da nochmal reinzugehen. Hallo Vanya. Hey, ich bin beschäftigt. Oh. Okay, Vanya kann man nicht beklauen. Sonja, aufstehen. Wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie. Hallo? Ich will dich beklauen. Ja, okay. Das ist halt nichts Spannendes hier. Okay, komm ich nicht durch. Wenn du hier quatschen willst, dann komm, heirate eine Frau. Was für eine schlechte Laune. Die olle Kuh. Es gibt doch nur noch mehr. Ich hab mir das schon gedacht. Dann hier zu Halvor. Der arme Kerl kann einem leid. Verstehe. Du bist nicht nur hier, um Fische zu kaufen. Alles glauben, was haben wir doch schon mal gemacht, oder? Wenn du silberne Teller oder Kelche hast, ich nehme sie dir für einen guten Preis ab. Alter! Meine Meinung kennst du. Du hast zu viel Zeug dabei. So viel Gold kann ich dir nicht auf einmal geben. Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Ja, aber was denn dann? Hä? Zeig mir deine Fische. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Wie soll ich das denn dann machen? Erzählt dich ja so einiges. Du hast zu viel Zeug dabei. So viel Gold kann ich dir nicht auf einmal geben. Wie macht man das denn dann? Das hat er wirklich nicht verdient. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das liegt doch auf der Hand. Du hast zu viel. Ich wäre mir da nicht so sicher. Hä? Genau das habe ich auch gesagt. Das hat er doch. Du hast zu viel Zeug. Ah, der kauft nur Silber. Das kann ja nicht. Warte mal kurz. Ich muss ja mal kurz die Schokobohnen wieder einsammeln. Ich kann das nicht mehr machen. Das höre ich zum ersten Mal. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram 400 Goldstücke. Okay. Gut, ich verkaufe. Das war ein gutes Geschäft für heute. Komm besser morgen wieder, sonst wird noch jemand misstrauen. Ah, okay, das heißt, ich muss den... Ich kann halt jetzt nicht nochmal, man muss einmal pennen gehen. Ah, okay. Scheiß drauf. Das sah aus wie ein Schokobrunnen mit dem Teller, dem Ständer und dem Kelch in einem. Das sah wirklich aus. Du mieser Kanadier! Da stand doch, es wäre gewagt! Nicht schlecht! What? Das
Das hat er wirklich nicht verdient. Das höre ich zum ersten Mal. Genau das. Ich gebe dir für 400 Gold. Ah. Hast du das denn schon wieder her? Ich gebe 400 Gold. Meine Gut, das war ein. Okay, war das jetzt gerade ein Bug? Ich habe mir das schon gedacht. Geh da nochmal hin. Nur Linus entscheidet über Rechnung. Hast du das denn schon wieder her? Erzähl mir nichts, ich kenne dich. Ich kann es nicht glauben. Du mieser Klein. Dann habe ich wahrscheinlich noch nicht genug Geschick. Dann ist es dann doch. Also dann. Hey, ich dachte, okay. Na gut. Hey. Was hast du an? Dann pass mal auf. Schreiben wir mal Martin auf die Liste, sagt er. Zwei Leute, aber wenn es so zwei Leute sind, dann ist das ja relativ easy, wenn man ein bisschen Dex dazu gewonnen hat, dahin zu gehen. Okay, leider gibt es immer noch kein Meisterdegen für uns. Das ist richtig belastend. Aber dann ist dem wohl so. Soll ich oder zu William fahren? Da hier sind ja nochmal. Stimmt, hier gibt es ja auch nochmal jetzt Türme. Hm. Da gehe ich mal gleich gucken, ob ich da reinkomme. Hey, du. Lässt sich nichts machen? Das habe ich noch nie gehört, da lässt sich nichts machen. Okay, vielleicht sind das auch einfach so Dinger, die absichtlich zu sind. Das ist auch noch ein Rapier, den man finden kann. Ja, dann müssen wir die meisten Dinger halt irgendwann holen. Dann können wir zu Gavel gehen und dann nochmal einmal dann in den Häuserbereich rein vom Hafenviertel. Und dann sind wir, glaube ich, durch mit Kurinis. Dann haben wir alle beklaut, die wir beklauen können. Die mir zumindest einfallen. Was ist denn so die Orks? Okay, nichts Spannendes mehr. Ja, ich weiß, dass man die umhauen kann da unten in der Diebesgilde. Das könnte ich theoretisch noch machen, weiß ich aber noch nicht, ob ich das mache. Und so ist es Illus Will. Dann noch zu dieser Edda. Und zu dem Ignaz und dem Schmied. Glaubst du wirklich? Und Attila. Und dann gehen wir in die Diebesgilde wieder rein. Und ich muss so hart strullern, das ist unfassbar. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das weiß doch inzwischen jeder. Hey! Meine Aufgabe, aber wer weiß. Hey! Edda! Wenn ich es nicht mit eigenen Augen sehe. Die Innerstatue! Worum soll ich mich denn? Nichts leichter als. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, ja, schon gut. Dafür, Chat. Was gab es dafür? Habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Wie viel XP? 100 XP, oh nice. Ist doch cool. Zeig mir deine Ware. Das sind. Ah, schade. Was hat der denn für Verzauberung? Hat der gute? Der hat keine Feuerwaran. Alter, Feuerwaran ist schon stark. Glaube ich. Wag auch. Der Rest ist Schmutz.
Störrische alte Alchemisten aus Raum ist doch meine Spezialität. Links, links. Hallo. Ein Fisch und Schwefel. Der hat ja nix. Hat eine Wurst. Okay, ich glaube, das war da aber auch hier. Aber der gab immerhin noch ein bisschen geilen Scheiß. Hey, Karl! Du. Karl! Es wäre einfach, seinen Goldbeutel zu stehlen. Nice. Ja. Dann haben wir hier auch alles. Jetzt ist quasi Kurines leer geklaut. Was habe ich übersehen? Hey, du. Die Türme, ja, kann ich noch machen. Ich habe hier Lehmars Schuldenbuch. Woher hast du es? Das sollte dich weniger interessieren als die Tatsache, dass dein Name drin steht. Gib es mir. Was bekomme ich dafür? Ich habe kein Geld übrig und kann dir nichts geben, außer meinem Dank. Wie das wart? Hey, was ist denn? Moment, ich dachte, das könnte ich jetzt bei allen machen. Hey. Kannst du, wenn ich noch... Ah, gut, ich kann es zurückkaufen für 100. Ja, danke schön. Und die Erfahrung nehme ich. Geil. Kann ich das dann auch noch bei Coragon und bei Hanna machen? Bei mir ist das ja, ey, Gold ist ja aktuell mir sowas von Wumpe. Schau mal, was ich hier habe. Das ist das Schuldenbuch von Lehmar. Was hast du damit vor? Hier hast du das Buch. Danke. Du hast mich gerettet. Lehmar kann ziemlich ungemütlich werden. Hier, ob der sich nimm die drei das Namen nicht als Belohnung. Kann. Es ist der letzte Schluck. Geil. Achso, warte mal. Natürlich zu verkaufen. Coragons Buch ist natürlich cool. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias. Tatsächlich. Das ist ziemlich nice. Kekots, dankeschön für den neuen Sub. Lanzan hat nochmal wieder Subs gegiftet. Jones MC einen fünffachen. Tomens einen neuen Sub. Gündalf the Hustler einen fünffachen. Pepper the Pock einen neuen Sub. New Cool Name hat einen dreifachen dagelassen. Nee, den New Cool Name hatten wir schon vorhin. Egal, trotzdem vielen, vielen Dank nochmal an alle. Ich habe eine neue Tabakmischung. Lass mich deinen Tabak probieren. Das schmeckt ausgezeichnet. Etwas Besseres habe ich noch nie zuvor geraucht. Wie hast du diese Mischung hergestellt? Ich habe den Tabak mit Honig gemischt. Das hast du getan, Vater der Mischkunst. Es wäre mir eine Freude, wenn ich meine armseligen Pfeifen damit füllen könnte. Stopf du mal. Danke, Sohn der Großzügigkeit. Keine andere Mischung wäre so gut wie diese. Alles, okay, was glaub, du mir davon bringst, werde ich dir sein, abkaufen. Ne? Dankeschön, Matas, für die 100 Bits. Wann gibt's noch wieder ein GPO? Wir haben keinen geplant aktuell. Schau mal, was ich hier für ein Buch habe. Lehmars Schuldenbuch. Wie bist du daran gekommen? Tja. Wenn Lehmar es nicht mehr hat, ist das gut. Aber lieber hätte ich es selbst. Hier, nimm das Buch. Danke. Nimm das hier als Belohnung. Was hast du mir da gegeben? Es ist ein Schlüssel zur Pforte des Reichtums. Okay. Ein kleiner Schlüssel und ein Dietrich. Oh. Truhenschlüssel, Turmschlüssel, 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 Turm. Truhenschlüssel? Ja, ein Banjo-Spiel. Ach, was schön.
ihr Bewohner von Corinne. Apfeltabak, ja. Immer wollte ich nur nachgucken. Er geht folgender Erlass. Ab sofort wird nichts zu holen. Okay, da ist nichts drin. Alle Bürger dieser Stadt, die über kämpferische Fähigkeiten verfügen. Wollen wir mal gucken, ob man hier Hannas Schlüssel irgendwo findet. Ein kleiner Schlüssel. Wow. Na gut. Dann mal ab zu den Blutkelchen. Die müssen wir noch abgeben. Wir haben auch bislang im Stream nicht einmal die Stingens verlassen. Es sind schon wieder 1,26 dran. Das ist so krass. Einfach in diesem Spiel. Hey, du. Wegen der Blutkelche. Ich habe alle 6 Kelche zusammen. Gute Arbeit. Ich habe inzwischen einen Käufer ausfindig gemacht. Deine Belohnung kannst du haben. Noch mehr Geld. Danke, dass du diese Sache für mich gemacht hast. Mehr habe ich für dich nicht mehr zu tun. Aber du kannst jederzeit von mir lernen. Und es gibt genug auf der Insel, das du dir aneignen kannst. Ich glaube da nicht dran. Okay, wir gucken uns mal, was die Belohnung ist, an. Hey. Das ist ja schrecklich. Ich will meine Belohnung abholen. Was willst du haben? Ring der Lebenskraft, 4 Elixiere der Heilung oder 400 Goldstücke. Tja. Ring der Lebenskraft hört sich jetzt nicht so awesome an, muss ich sagen. 4 Elixiere der Heilung. Ich habe keine Ahnung, wie viel die wert sind. Ich glaube, das Gold, oder? Also die Heilung kann ich ja so viele Heiltränke holen. Okay, es ist auch... Heilung für später. Ja, theoretisch. Ring brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht. Ist das 4-mal Full Heal? Ja, wir können ja gucken. Gib mir die Tränke. Elixier der Heilung. Ja, 100% Leben. Ne, 100 Leben. 65. Neuladen. 400 Gold ist besser. Hey, du. Ich will meine... Was willst du? Gib mir das Gold. Ja, Lebenskraft ist halt Kacke. Hey, du. Ich will Geschick oder Stärke pushen später. Dann sind wir hier wirklich fertig. Haben 22 Erfahrungspunkte, Lernpunkte noch. Das ist absolut viel. Das ist ganz geil. Wir gehen mal. Gehen mal Richtung. Nordteil der Insel. Aber wir gehen einmal kurz hier beten. Enos. Für die 100. Wie ich eh gerade bin. Nochmal eine Geschicklichkeit dazu. Nice. Irgendwie kriege ich immer Geschicklichkeit dazu. Ich habe irgendwie Glück. Falls das nicht Zufall sein sollte. Ich weiß es nicht. Soll ich die Insel im Hafen machen? Türme nicht vergessen. Stimmt. Na ja, was? Kann ich da einfach so reingehen? So unauffällig. Edles Langschwert. Oh, immerhin. Das wäre theoretisch... Alter, das ist gar nicht mal so schlecht. Edles Langschwert ist sick. Ich glaube da nicht dran. Oh, jetzt wird's ganz unauffällig. Das fällt doch auf. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Okay, interessiert dich scheinbar doch nicht. Okay, gibt's eine Truhe, 2 Händler.
Schnell nochmal speichern. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Links. Okay, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Essenz der Heilung, 70 Gold und gebratenes Fleisch. Lecker gebratenes Fleisch aus dem Kühlschrank quasi. Hau bloß ab! Kö. Ich habe was anderes gehört. Dann gehen wir weiter. Müssen wir noch das an. Haben wir denn alle Turmschlüssel überhaupt geklaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir haben noch den einen hier vorne um die Ecke und die zwei in dem anderen Tor. Gucken wir mal. Und Belia sprach zu einem weiteren Wesen. Aber Adanos. Aha, stimmt, das orkische Schwert. Alter, der Zweihänder, ja moin. Der macht halt einfach mal fett 105 Schaden. Krass. Und Adanos überkam. Warte mal. Hab ich dich schon beklaut? Scheinbar. Diver-Mod ist richtig nice. Oh, hallo Joe. Hey, danke, Mann. Vielen Dank. Ich dachte schon, ich komme hier nie wieder raus. Was machst du hier? Ja, ich bin eingesperrt worden. Die Tür war auf und ich wollte mal einen Blick riskieren. Aber als ich drin war, kam die Wache und hat wieder abgesperrt. Leute, das ist eine dumme Geschichte. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn das unter uns bliebe. Und es ging. Verstehe. Ist ja auch nicht gerade eine Heldentat gewesen. Oh. Ich brauche jetzt unbedingt was zu trinken. Warte mal. Gib mir mal wenigstens deinen Beutel. Tschüss. Schwerer Kriegshammer. Und Inos. Alter, in seiner Weisheit, was gibt's denn hier für krasse Waffen? LOL, er hat 120 Einhandschaden. Das hätte ich noch gar nicht gewusst. Alter. Davon lasse ich lieber die Finger. Ich glaube, ich habe die Dinger noch nie ausgeraubt. Oder die sind mit Lahaiva. Halt! Das. Ja. Rupert! Du läufst aus, Rupert! Ich wäre mir da nicht so sicher. Richtig Leckerli. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Jam, jam, jam. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Grobes Langschwert nochmal. Ach, erzähl mir nicht sowas. Rechts, 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 links, links, rechts, rechts, links. Wieder fett, fett, fett. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Direkt vor der Stadtwache öffentlich. Ja, Tatsache. Ja, raus mit dir. Die Stadt hat gar keinen zu stören. Und dann ist es das letzte Türmchen. Da haben wir doch alle. Okay. Ich kann auch einfach bei den helllichten Tagen einfach die ganzen Türme da ausrauben. Ist auch geil. Leichter Zweihänder. Okay, also du kannst hier richtig fette Sachen erklauen. Hey, was wolltest du da drin? Ich hab so... Hä? Ach, das fällt Ihnen jetzt wieder auf, oder was? Ach, Alter, das ist manchmal so random. Das ist so random. Das höre ich zum ersten Mal. Was wolltest du da drin? Ich hab was anderes gehört. Was ist das denn für ein Emote? Nice. Wer sagt denn sowas? Gut. Jetzt haben wir aber wirklich alle. 243 Lebensenergie, holy shit. Das ist schon nicht so wenig. Hä, man kann Feilschen erlernen? Sehe ich gerade rechts in den Talenten. Das ist neu. Schleifen und Schärfen? Fernkampfwaffe verbessern? Das ist durch das Add-on, ne? Durch den Mod. Was du nicht sagst. Mal gucken, ob wir das später gebrauchen können. Das ist wirklich nicht mein Rost. So, jetzt sind wir aber wirklich hier durch. Das heißt, jetzt gehen wir
Ah, wir wollten ja noch mal zur Schatzinsel. Ja, komm, dann gehen wir noch zur Schatzinsel. Warum denn nicht? Ich kann natürlich einmal auch Martin versuchen, das, aber ich glaube, das Meisterding war 120 Schaden, oder? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Turm beim Schmied waren wir schon. Also ich kann es mal probieren. Im Zweifel gibt es halt dann keinen Meisterweg. Ich weiß aber nicht, ob der den dann tauscht, wenn ich den Kriegshammer da wegballer. Der 120 Schaden macht. Was hast du? Dann pass mal. Was hast du? Dann pass mal. Da ist er, der Meisterdegen. Nice. Bam. 70? Seit wann 70? Okay. 70 ist neu. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das ist aber auch, das wusste ich auch nicht. Aber gut, da hat die Mod das vielleicht noch mal ein bisschen gebufft oder so. Hey, gehen wir mit die 10 holen wir uns eben. Ich hab 22 Lernpunkte, ey. Hey, du. Premium. Dankeschön. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. Wuhu! Wir haben den fetten Meisterdegen. La 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 la. Der ist auch lang, oder? Der ist schon recht lang für ein Einhandschwert. Der hat gute Reichweite, glaube ich. Vielleicht kann man ihm jetzt den Geldbeutel abziehen. Das ist eine gute Sache. Wir können mal gucken. Können wir die 2400 zurückklauen. Guck, jetzt hat er auch den geilen Kriegshammer. Ah, easy snack. Martin von der Liste streichen. Haben wir nur noch Bossbar. So, jetzt gibt es nämlich noch die Schatzinsel. Da packen nämlich die ganzen Gildenleute ihr Geld rein. Hin. Ja, hin. So, jetzt haben wir nochmal, wenn wir mal vergleichen, von 120 auf... Von 100 auf 120 gemacht und nochmal 2% Einhandschaden dazu gegeben bekommen. Das ist geil. Und als nächstes holen wir uns die Sprache der Erbauer und so ein Co-Zeug. Und das... Alter, was ist denn jetzt hier los? Und dann müssen wir noch... Ja, dann gehen wir das lernen und dann geht's richtig gut. Gucken, wie die Schatzinsel denn ist. Ich meine, da gab es nur ganz viele Warane und so ein Zeug. Es gibt ein Lösungsbuch von Gothic, really? Das wusste ich noch nicht. Gibt es von den Gothic Streams Highlights? Ja, die werden alle nochmal hochgeladen auf PeteSmeet Live. Ich muss noch die gestrige Folge hochladen. Und das von heute, logischerweise. Aber morgen gibt es, glaube ich, schon wieder direkt den nächsten Stream, wenn ich mich recht erinnere. Also, ich höre aktuell mit Gothic nicht auf. Hab da immer noch richtig viel Spaß dran. Macht richtig Bock. Nee, irgendwo ist jetzt diese komische Schatzinsel. Genau, da müssen wir eben mal kurz hier durch. Ich weiß nicht, wie viel Schaden wir jetzt an den Varanen machen. Ich hoffe, genug. Okay, der Meisterdegen ist schon krass. Von der Entfernung her, die wir schlagen können. Oh, Einhandkampf. Ja, ist okay, der Schaden, aber da finde ich fast meinen Nahkampfschaden besser. Da
aktuell. Hier war irgendwo noch ein Varan. Ich höre ihn auch fauchen. Ist er da reingelaufen? Oh, zwei! Da wäre ich safe gestorben. Vor noch nicht allzu langer Zeit. Aber jetzt ist easy snack. Das ist ganz schön nervig jetzt hier mit dem Wetter, muss ich gerade mal sagen. Und dann erstmal gucken, was hier noch gibt. Ein Varan, noch ein Varan. Wie viele Pfeile haben wir? 308. Wir müssen mit so einer Reichweite erstmal umgehen können, ey. Mit so einer langen Nadel habe ich noch nie hantiert, Leute. Aber jetzt sind wir, glaube ich, wirklich hier durch. Kann ich noch auf die andere Insel drauf? Die ist neu, oder? Die andere Insel gab es noch nicht. Da gehen wir auch gleich mal hin. Hier ist jetzt die Schatzinsel von der Diebesgilde. Das weiß ich. Das Add-on lohnt sich wirklich. Also, wenn man Gothic 2... Das macht Gothic... Gothic 2 war relativ einfach. Tatsächlich. Mit der Nacht des Raben war es dann doch deutlich schwieriger. Also wirklich deutlich schwieriger. Steintafel des Bogenschützen. Nice. Silberkelch. Nice. Das ist schlecht. Kurz mal hier nochmal durch. Hier gab es irgendwie so einen geheimen. Ah! Ich erinnere mich. Nee, einfach nicht einfach durchlaufen. Alter, habe ich mich erschrocken! What? Alter, ich habe gerade mich übelste Kanne erschrocken, Leute. Und das war ja abartig. Hä? So. Oh. Unangenehm. Also wirklich unangenehm. 100 Gold. Das ist jetzt hier die Schatzkammer der Diebesgilde von Kurinis. Hier wurde alles hingelagert. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links. 150 Gold, goldener Kelch. Nehmen wir alles. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links. Easy Snack. Silberkelch, Innerstatue und nochmal 100 Gold. Sexuell. Und hier ist direkt offen. Ah, und das ist wahrscheinlich die Truhe, die wir von Hannah bekommen haben. Nice. Alter, ey, wir sind so reich. Holy moly. Ist hier noch irgendwas versteckt? Irgendwo hinter einer Kiste oder sowas, dass man das nicht sieht? Weiß ich nicht, ich gucke hier nie so häufig dahinter. Kein Bock dahinter zu buggen. Aber es sieht so aus, als ob wir hier alles haben. Nee, ich habe Hennos Gothic Let's Play nicht gesehen.
Speichern wir. 4500 Gold. Wir haben das Gold. Wir haben fast den Degen schon wieder drin. What the fuck? Ah ja, die Schatulle öffnen, natürlich. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. 100 Gold. Gönn. So, dann nochmal die andere. Guck mal, ist schon viel schöner hier mit dem Wetter. Dann gehen wir noch hier rüber. Peter hatte ja vorhin gesagt, er hätte vorher das Minental quasi besucht. Also Kapitel 2 gemacht. Jetzt frage ich mich, was ist smarter? Kapitel 2 machen oder erst ins Add-on gehen? Oder wahrscheinlich so ein halbes Ding machen beides, ne? So teils, teils. Wahrscheinlich erst ins Add-on gehen und dann ins Minental. Also ich meine, man kann, glaube ich, eh das Add-on nicht ganz machen. Ich gehe immer Add-on. Und darauf an, wie smart du bist. Okay. Das wird hart jetzt. Die Reichweite ist schon krass jetzt, ne? Also das merkst du halt richtig. Das ist super nice. Das Meisterdegen ist gut. Meisterdegen ist wirklich sick. Ja. Alter. Kleine scheiß Riesenratte. Holy shit. Ich schreck mich hier vor einer fucking Ratte. Ey, lächerlich auch noch, ey. Na, Kackratte. Feuernessel. Feuernessel. Weiß gar nicht, das ist jetzt schon wirklich, das ist Modgebiet hier, ne? Und Feuernessel. Ich bin mir relativ sicher, dass es die Insel im normalen Spiel nicht gab. Guck mal, wir können richtig weit gucken, bis zu Xardas Turm. So, jetzt haben wir hier noch was Schönes. Da gehen wir gleich mal rein. Aber erstmal hier oben noch hin. Falls es da überhaupt was gibt. Heilpflänzchen. Okay, ist glaube ich nicht so viel Spannendes. Ich glaube, es geht schon eher um die Höhle da vorne. Wenn ich das so richtig sehe. Nicht mal Kronstöckel, ja. Oh, Minecrawler-Kämpfer. Oh mein Gott. Unangenehm. Die machen schon Schaden. Die Minecrawler-Warrior. Lohnt sich Alchemie? Ja, auf jeden. Werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Was ist denn das Ende der Story? Ja, das kannst du jetzt ja schlecht verraten. Da würde ich ja spoilern. Es geht darum, immer noch das Auge Innos zu beschaffen, weil Drachen im Minental gesichtet wurden. Das ist unsere Hauptstory. Nee, Minecrawler hat leider irgendwie keinen Loot. Außer man hat das geskillt oder sowas. Dann kannst du diese Panzerplatten den zocken, damit du so eine komische Rüstung hast. Aber die Rüstung ist Moch. Zumindest war sie immer Moch. Oh, man kann tatsächlich Eisenerz abbauen. Das wäre Quatsch. Fleischfanzis. Oh Leute, hier geht's ja noch weiter. Vorne sind wieder Gegner. Köstlich. So, dich machen wir richtig weg. Kleiner scheiß Minecrawler. Ihr seid eklig.
Schlapp. Geile, geil, 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 geil. Ach, scheiß auf den Eisen. Bam, 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 bam. Weggewichst. Oh, oh. Sollte nicht zu cocky werden. Wenn die halt hängen bleiben, kann auch nichts dafür. Oh nein! Oh nein! Alter, was ist das? Was ist denn das jetzt? Hä? Ja, Bogen OP, Alter. Alter. Gut, zieh halt nicht den... Alter, das ist so lächerlich. Bogen ist halt echt Much. Wenn du die nicht triffst. Sauer hier jetzt, alles wegbumsen. So. Mann! Schlitz, 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 Schlitz. Bam, bam, bam. Einhand ist so viel cooler als Zweihand. Wie Anakin Skywalker bei den Sandleuten. Ja, genau so. So habe ich mich gefühlt. Ich trage noch den 5-Stärke-Gürtel. Nee, den Rüstungsgürtel. Stimmt, nicht den 5-Stärke-Gürtel. Da fliegt ein Varan. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Hier gibt's nichts zu plündern. Da gibt's nichts zu holen. Okay, aber hey, ist doch ganz nett hier. Kann man halt Eisen abbauen für ich weiß nicht was. Aber ist ja ganz nett. Baran ist am Schwimmen, oder was? Na, wieso hat der Schaden? Der fliegt ja, der schwimmt ja lustig. So, fertig. Geilon. Speichern und weiter. Rüber da. Major Kai hat 5 Euro da gelassen. Hier, eine kleine Spende für meine Haartransplantation. Das ist sehr lieb von dir. Dankeschön. Jetzt brauche ich noch ungefähr das... Was ist denn das? 100 Mal? Da kann ich das bestimmt irgendwo in... im Hinterzimmer in der Türkei oder so weit mir richten lassen. Ich spende daran noch Gold für Leben. Ah, das geht. Charmanten Kanten, richtige Nostalgie kommt da auf. Ja, Mann. Skippy, skip, skip. Komm.
kommt auf die Fläche zu transportierende Fläche an. Als ob. Hallo, Frau Eieruhr, what's up? Geil, wir kriegen Wahlwerbung. Nee, nachher steht da unsere Adresse drauf. Will die nicht zeigen. Ach so, ich dachte, da steht dann sowas drin. Ja, geil. Ja, nee, wir wollen keine Wahlwerbung. Oh. Ups. Nix. Also, ich hab die Nutzer knuddelt. Einfach nur, weil ich Bock drauf hab. Ja, einfach nur so. Da habe ich gerade aus Versehen die FDP zerknittert. Huch. Was haben wir noch? Wir haben jetzt als Plan. Ich muss mal kurz fragen, was macht Frau Eieruhr? Was machst du gerade jetzt? Also du bist jetzt von der Arbeit zurück, du musst noch zum Pferd, oder? Okay. Stream noch so bis 6 Uhr oder was? Ja, ich weiß ja nicht. Denn du gehst jetzt wie gesagt weiter direkt, ne? Gleich. Okay, ciao. Liebevoll. Daron Geld spenden. Kann ich das häufiger machen? Und wie viel? Ich möchte spenden. In 50er Schritten. Ich segne dich im Namen Innos. Nein. Denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Schmutz. Ich will kein Mana. Okay, jetzt müssen wir warten, bis wieder Nacht ist, weil ich gehe einmal schlafen, weil es jetzt, glaube ich, Nacht wieder wird, weil wir jetzt schon wieder den ganzen Tag unterwegs waren. Gibt noch andere Belohnungen. Gibt erst Mana, dann Leben. Alles klar. Ach, ich kann das die ganze Zeit machen. Ich muss dafür nicht einfach schlafen. Das ist nicht so wie bei einmal pro Tag bei der Statue. Oh. Oh. Schmeckt. Wir haben ja ein bisschen Gold. Ich glaube da nicht dran. Innos. Innos. Bete. 100 Gold. Stärke. Nehmen wir auch. Wo ist der Feuermagier hin? Da. Okay, wir haben jetzt das einmal gemacht. Das heißt, wir müssen das, können das jetzt noch 19 Mal machen. Ich möchte später auch den ganzen Tag. Eins. Ich segne dich im Namen Innos. Erfahrung. Ich möchte spenden. Wirklich? Das ist ich segne dich im Namen. Ich glaube da nicht dran. Zwei. Ich möchte. Ich segne. Drei. Ich möchte. Ich 4. Ich möchte. Das weiß doch ins ich 5. Alter, ist ja mega gut. Ich möchte. Der erzähle ich. 6. Ich möchte. Mega OP. Er redet einfach. 7. Ich möchte. Er redet einfach. Ich 8. Ich möchte. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich 9. Ich möchte. Das ist ja schrecklich. 10. Ich möchte. Er erzählt alles weiter. Ich 11. Und es wird noch viel schlimmer. 12. Ich möchte. Innos, segne diesen Mann. Lass dein Licht über ihm leuchten. Schenke ihm Kraft nach der Gerechtigkeit. Das war Fail, oder? Das ist jetzt habe ich es verkackt, ne? Ach, Mann, Jay. Ich möchte. Zählen wir nochmal. Eins. Ich möchte. Zwei. Drei. Ich möchte. Vier. Fünf. Ich möchte. Sechs.
7. Und es wird noch viel schlimmer. 8. Das ist mal wieder typisch. 9. Ich möchte. Das habe ich schon immer gesagt. 10. Das ist mal wieder typisch. 11. Ich, 12. Das ist ja schrecklich. 13. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. 14. Das ist doch kein Geheimnis mehr. 15. Schlimme Zeiten sind das. 16. Irgendwer muss die 17. Ich. Worum soll 18. Ich mich kümmern? Der Segen des Herrn Innos ist allerzeit bei dir. Er erzählt alles weiter. Ach so, wir sind durch. Okay. Das ist mal wieder typisch. Nice. Heilige Mutti, Alter. 340 Lebensenergie. Alter, als ob ich schon im Endgame wäre. What the fuck? Ich glaube da nicht dran. Nice. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Jetzt gehen wir Richtung Norden. Ja. Da wollten wir ja eh hin. Ach, schönes Spiel. Jense hat einen Vierfachen dagelassen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schwarzen Trollklatsch. Ja, da in die Richtung geht's jetzt. Das ist richtig. Dafür müssen wir jetzt erst nochmal. Ich lauf nochmal den Standardweg dahin, um zu gucken, ob wir da noch was vergessen haben. Wie kann man die Spende moralisch vertreten? Ja, ey, kann man immer, also gerade bei Pete's Meat kann man wunderbar spenden. Man kann aber auch wunderbar den Prime Sub da lassen. Das ist nämlich kostenlos bei Twitch Gaming. Prime Gaming? Wie heißt denn das? Dankeschön, Lars, Mensch. Der hat's verstanden. Nice, danke. Wir können links, also das andere links, also hier für euch aus der Sicht, da mal zum Kloster abbiegen. Dankeschön, Nico Boss und Braco und Toxic Pony für eure gegifteten, für eure Prime Subs. Dankeschön, alles direkt neu rein. Herzlich willkommen, dass ihr da seid, freut mich. Dankeschön. Das ist nice. Köhler hat einen 7-fachen dagelassen. Prime Gaming ist kostenlos. Ja, krass, ne? Weißt du, ob man das Spiel mit Controller spielen kann? Ich glaube schon. Peter hat auf jeden Fall gesagt, er hätte das mit Controller gemoddet. Aber da müsstet ihr ihn selber fragen, weil ich spiele ja mit Maus und Tastatur. Ich habe keine Ahnung, wie das genau geht. Hier rechts waren ja noch die Feldräuber, die ich damals nicht gekillt habe. Die machen wir jetzt weg. Das verbindet nämlich eh unseren Weg, wo wir lang wollten. Kreisch, kreisch, kreisch. Ihr Kackviechers. So, dann mal den hier. Den Ungeziefer-Beseitiger spielen, den Kammerjäger für die Feuermagier. Und die ja nicht vor ihrer Tür ihren Dreck wegkehren können. Die Pimmel. So, da müssen wir aber noch vorher mit dem Dingens reden. Mit dem. Jawohl. Oh, hier sind auch noch Feldräuber. Lü. Mit dem Typen hier, ich weiß nicht, dem Jäger. Dragomir hieß der, glaube ich. Der hat nämlich noch eine Quest für uns. Ist der nicht Dragomir? Ja, ist er doch. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist.
Da Brox, dankeschön für den neuen Sub. Steve Gorn am Dreifachen dagelassen. Da gönne ich mir auch mal meinen für meinen Söldnerkollegen. Dankeschön, Steve. Beziehungsweise Gorn natürlich. Bounce hat einen Vierfachen dagelassen. Auch dankeschön an dich. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Gönn. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Nicht Dragonier, Dragomir. Ist es hier draußen nicht so gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Auch nicht Dragobert. Ist hier nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Dumm gelaufen. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Dann müssen wir mal gucken gehen. Kannst du mir was beibringen? Wenn du zahlen kannst. Wie gesagt, ich bin zurzeit etwas mittellos. Wie viel verlangst du? 150 Goldstücke. Hätt's wohl gern. Vielleicht später. Hätt's wohl gerne. Schiebung, danke schön für den neuen Sub, vielen, vielen Dank. Hier kann man sich alles einfach gönnen, das interessiert den Dragomir, glaube ich, nicht. Zumindest war das immer so. Ich speichere trotzdem mal sicherheitshalber vorher ab. Keine Lust. Dann nachher der doch sauer auf uns ist, weil wir hier trotzdem alles klauen. Kurzbogen. Ja, hier ist so ein Jägerlager. Da hatte ja Bartok oder wer auch immer hatte darüber erzählt, dass es ihnen zu heiß geworden ist und deswegen er zur Stadt zurückgegangen ist. Das müsste dieses Jägerlager sein, was sie angesprochen haben. Ist aber schon cool, dass man hier... Oh, hier sind ja so viele Wolfsfälle, Alter. Ich hab richtig was noch kriegen können. Links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts. Okay, wow. Nehmen wir alles mit. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, links, links. Okay, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts. Alter, das ist ja nix. Für die Dietriche, die wir da weggeopfert haben. Belastend. Wie viele Dietriche haben wir? Ich glaube, wir haben so viele gekauft. Ich habe 77 Dietriche. Okay, mittlerweile dürfte ich genug haben. Für das Spiel. Ich streame mittlerweile seit 2 Stunden 8 Minuten, falls ihr euch das fragt. Ich habe es gerade im Chat so aufploppen sehen. Hat ja eigentlich die Pokémon Schwert DLCs gespielt? Nope. Die fand ich auch ehrlich gesagt ziemlich unterdurchschnittlich. Um es nett auszudrücken. Also mal gucken, ob wir noch wieder irgendwelche Gegner links und rechts finden. Sieht aber so aus, als ob hier gar keine Gegner wären mehr. Hm. Ich dachte, hier wären tatsächlich noch welche. Aber gut, dann ist das halt nicht so. Charlie Chap hat einen Zweifachen dagelassen. Wifilip einen neuen Sub. Und Dokugan Ryu hat einen neuen Sub dagelassen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Bin ich hier auf die andere Seite. Da sitzt auf jeden Fall was zu pflücken. Auf der anderen Seite. Und hier ist jetzt ja auch eine Brücke rüber. Und da ist eine Steintafel. Null. Okay. Oh, hallo.
Hier gibt es ja auf jeden Fall was. Mana-Essenz, Lederbeutel. Hier ist nichts. Oh, ein Heilkraut und Feuerkraut. Dann gehen wir nochmal zur anderen Seite rüber. Shredding Moth, Dankeschön für den Zweifachen. Heinz Breitner hat einen neuen Sub dagelassen. Vielen, vielen Dank, Leute. Was denkt ihr heute? Es gibt, also die Mod verändert ein bisschen die Welt, macht es nicht so krass. Ein paar Sachen sind anders, aber nicht komplett, sodass es aber Spaß macht, doch die neuen Sachen zu entdecken. Manche Sachen sind verbunden. Ich könnte hier von hier aus beispielsweise relativ schnell zu Xadas Turm gehen. Und hier ist beispielsweise ein Weg hoch ins Kloster. So, ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die halt neu sind. Was halt ganz cool ist. Wenn ich das so richtig sehe, dass es hier hochgeht zum Kloster. Verfolgst du noch die WWE? Ja, aber nicht annähernd mehr so. Wie früher. Also dafür hat die aktuell mir viel zu sehr nachgelassen. Okay. Haben wir hier irgendwelche Ketzer oder was unter den Feuermagiern? Interessant. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schade. Das wäre lustig gewesen. Wenn ich hier durch ins Kloster hätte kommen können. Das Gothic Remake wird natürlich gespielt, wenn es da draußen ist. Aber ist es denn jemals bestätigt worden? Es war ja damals doch nur angesagt worden, so, interessiert euch das überhaupt und wollt ihr das überhaupt? Und ja, keine Ahnung. Also das ist schon wirklich eine geile Mod. Bislang definitiv Daumen nach oben. Ist bestätigt? Cool. Ja, nur weil es die Demo gibt. Die Demo war dafür da, um zu gucken, ob Interesse besteht. Dann bin ich ja mal sehr gespannt. Das kann sehr auf die Fresse fliegen, das Spiel. Kann aber auch wieder nochmal richtigen Hype auslösen. Was? Hype? Gothic-Hype halt, ne? Also, ich werde mich darauf freuen, das nochmal neu alles zu entdecken. Auch wenn es halt ein paar Änderungen gibt und so. Davon gehe ich auch einfach aus. Dass das nicht einfach ein Add-on-Update ist. Grafisch oder sowas. Da gehe ich einfach von aus. Das ist auch gut so. Dass es da so ein paar kleinere Änderungen gibt. Schauen wir mal. Also mich wird es auch nicht stören, wenn das halt wirklich sich ganz anders anfühlt. Wenn es halt nicht komplett scheiße ist. Okay, hört sich das wieder nach einem wunderbaren Schattenläufer an. Das ist doch schon wieder belastend. Aber wir haben auf jeden Fall gut gelevelt. Mal gucken, ob wir den jetzt einfach wegrennen, umboxen können. Ich höre doch immer hier noch. Als ob es hier zwei gibt. Der hat einen Ork gekillt. Easy Snack. Zwei Schattenläufer weggewichst. Als wenn es nichts gewesen wäre. Dir fehlt da ein Kopf? Warum ist der gelb? Bah. Geil.
Gibt denn hier was Geiles, was man irgendwie auch, dass ich mir das erkämpft habe, war das hier, dass das irgendwie, ist das nice hier? Hey, hier ist noch was in der Mitte. Weil irgendwie ist jetzt hier einfach nur so Standardscheiß, so Heilzeug und so. Gab EP, ja, das stimmt. Ich hoffe halt immer, wenn du dann so krass bewachte Höhlen hast, dass dann da richtig sicker Shit drin ist. Aber dann ist... Alter, wie viele Waffen wir auch mittlerweile haben. Ah, dann ist es dann doch nicht so. Stimmt, da war eine Steintafel drin. Ja, da, ihr habt recht. Jetzt hier Riesenratte. Das ist neu. Wolf? Wolf? Wo sind wir hier? Das, kenne ich nicht den Ort, wo wir hier sind. Geh ich da hoch? Hä? Wo sind wir? Sollten Nefarius Karte gleich mal checken. Also hier war ich noch nie. Ist das ein Mod? Das sieht nach Mod aus. Okay. Nichts zu wollen. Der fliegende Baum. Könnte wirklich die Mod sein. Oh gut, das heißt auch, das kann auch das Hauptspiel sein. Ist die Karte neu gezeichnet? Doch alles, das ist ja ein riesiger Wald, den wir da noch nicht entdeckt haben. Holy shit. Aber stimmt, da ist so, man sieht quasi so diese Färbung in dem Wald da rechts, die sieht anders aus. Wisst ihr, was ich meine? Das ist hier alles heller noch, wo der Pfeil ist, und da gibt es dann diesen farblichen Übergang so zu diesem Tankgrün. Alter, will ich jetzt hier dahin? Nee, da gehe ich ja später hin. Ich wollte erst nach Norden. Komme ich denn hier lang? Dann machen wir den. Okay, Alter. Okay, keine Ahnung. Das machen wir dann vielleicht morgen. Oder wie lang, wie schnell auch immer wir jetzt gleich sind. Ich wollte eigentlich erstmal Richtung Norden, um zu den Wassermagiern zu gelangen. Und wollte halt hier nochmal unten unter die Brücke gucken, weil ich wusste, dass da noch eine Höhle ist, noch von früher. Und dann gleich da hoch den Berg, da ist dann auch noch so ein kleiner Ort, wo ich nochmal was checken wollte, bevor wir dann oben dann quasi Richtung Schwarzen Troll wandern. Spielst du noch WoW? Aktuell nicht mehr, nein. Also ich habe so weit gespielt, dass ich Denatrius HC gelegt habe. Das hat mir auch gereicht. Es hat sich dann doch sehr, sehr wiederholt alles. Und FIFA spiele ich noch, ja. Das kam auch immer mal häufiger, die Frage. Bei wie viel Prozent des Games bist du circa? Pff, schwer zu sagen. 20? 30?
stimmt, das On ist ja auch noch dabei, ne? Ah, okay. Da ist noch einiges, was fehlt. Also wie gesagt, es gibt, ihr merkt ja vielleicht, also das ist ja auch, man muss ja mal festhalten, ja, für alle, die sich das, die dieses Spiel nie gespielt haben, ihr müsst bedenken, du hast eine übelst große Map, eine wirklich große Map, ohne einmal laden zu müssen. Du musst nicht neu laden, um in die Stadt zu gehen. Du musst nicht neu... Oh, geil, eine Drachenwurzel. Du musst nicht neu laden, um den Bauernhof von Ona zu betreten. Nein. Du bist alles auf einer fucking Welt, ist das. Und zusätzlich gibt es... Es gibt Ladescreens. Da hast du aber noch ganz andere Abschnitte. Wir sind quasi die ganze nur in einem Bereich, wo wir niemals laden müssen. Außer das Spiel ursprünglich, wenn du es halt logischerweise in den Speicherstand lädst. Das ist unfassbar krass für die Zeit. Also wirklich krass, finde ich das. Super beeindruckend. Du musst nicht neu laden, um in die Stadt zu gehen. Also stellt euch halt mal Skyrim vor, das 10 Jahre später gekommen ist. Da lädst du gefühlt alle, für jedes Haus lädst du da neu. Für jedes Haus. Also es gibt 2 Orte, wo man laden muss. 3 Orte. 3 Orte, die man laden muss. Es gibt 3 Gebiete. 4 Gebiete, Entschuldigung. 4 Gebiete gibt es, glaube ich, in dem Spiel. Wir sind hier noch im ersten Gebiet bislang. Man kommt auch immer mal wieder hier zurück. Das ist schon das größte Gebiet, definitiv. Ganz klar, aber es ist alles ohne neu zu laden. Da ist nichts. Gothic 3 war cool. Ich habe das einmal durchgespielt und dann nie wieder angefasst. Also das ist für mich, also wenn ich Gothic 3 wirklich LPen sollte, da werde ich gucken, ob es da auch irgendwie so Le Hiver Mods gibt oder sowas. Da müsste ich mich aber noch mit beschäftigen. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Aber gut, das habe ich auch hier mit der Hiver Mod noch nicht. Dann ist das für mich wieder auch komplett... Also das ist schon wirklich blind dann fast. Wenn ich Gothic 3 spielen müsste, sollte. Aber ich werde das mit Sicherheit nicht ungemoddet spielen. Ich glaube, dafür ist das Spiel nicht gut genug. In meinem Freundeskreis hast du damals entweder Elder Scrolls oder Gothic gespielt. Ja, das stimmt. Oblivion kam damals mit Gothic 3 relativ gleichzeitig raus, ne? Ich erinnere mich. Gute Zeit. Gute Zeit. Oh, was haben wir denn hier? Ist ja eine schöne Armbrust. Gute Armbrust. Nice. So, jetzt sind wir hier oben. Wieder zurück. Ne, jetzt ja gleich wieder bei dem Wassermagier. Wie viel Schaden macht denn die Armbrust? Oh, die ist gut. Die ist ja wirklich gut. 90 Schaden, Alter. Voll nice. Chucky, danke schön für den 8-fachen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von euch. So, hier waren wir nun. Gibt es neue Gegner? Ich wollte gerade sagen, geradeaus sind wir noch nicht gelaufen. Wir sind hier abgebogen und waren noch nicht weiter. Weil hier kenne ich auch mich noch nicht aus. Jetzt ist die Frage, will ich erst hier lang gehen? Oben ist ja auch wieder was neu. Alter. What the fuck? Okay, vielleicht bin ich doch erst bei 10% der Map. Ich mache bei Minecraft nicht mit, weil ich keine Lust habe. Das ist korrekt. Aktuell einfach nicht so viel Zeit. Ich habe richtig Spaß an Gothic. Dann nutze ich da lieber meine Zeit mit. Wobei das eigentlich hier meine Freizeit ist, wo ich jetzt hier... Also ich muss das hier jetzt nicht streamen.
Ich dachte nur, ich nehme euch mit in dieses Erlebnis. Einfach auch, weil wir immer wieder sagen, Gothic ist so ein geiles Spiel, das macht so viel Spaß. Damit ihr das auch mal erleben könnt oder mal sehen könnt, warum wir von diesem Spiel so schwärmen. Oh, lol. Der Wald ist verbunden mit dem Stück hier. War immer alles ein riesiger Berg. Deswegen mache ich das auch immer nach den Aufnahmen um 15 Uhr mit den Gothic Streams. Weil dann sind wir mit den Aufnahmen durch. Aber ich kann den Abend noch was mit Frau Eieruhr machen. Außerdem streamen die abends, die Jungs. Ich kämpfe gerade richtig scheiße. Das war richtig kacke. Genau, das ist die Eieruhrzeit. Das ist korrekt. Genau, und ihr habt dadurch auch, weißt du, ihr könnt halt Minecraft gucken, wenn ihr wollt. Ihr könnt Gothic gucken, ihr könnt beides gucken, ihr könnt alles Mögliche gucken. Ja, nee, ich will doch nicht in diesen Wald, Alter. Da werde ich mich so unendlich verlaufen, weil das kenne ich gar nicht. The fuck. Okay, wir gehen erstmal runter, um die Sprache der Erbauer zu lernen, um uns noch zu buffen. Einmal schlafen legen, weil wir haben jetzt schon wieder 14.31 Uhr. Also, auf der Viecher. Hey, die Leute, die sind neu gespawnt. Ich war noch nicht da, als ich das erste Mal hier war. Halto! Ach, Halto. Hallo! Hallo! Bleiben Sie stehen! PeteSmith TV sollte immer live sein, ja? Manchmal stürzt der Server ab, das kann passieren. Halto ist, glaube ich, ein Skispringer aus Finnland. Halto! Diese Frage geht jetzt an alle, die Gothic nicht gespielt haben. Nicht. Ja? Ihr ratet das jetzt von 1 bis 10 von dem, was ihr so seht. Wie würdet ihr das raten? Ernsthaft. Jetzt kein Troll abstimmen, mich würde das mal interessieren. Also 10 ist natürlich geil, 1 ist scheiße. Für alle, die das nie gesehen haben. Nie gespielt haben. Aber gute, solide Wertungen. Dafür, dass man es nicht gespielt hat, finde ich das echt krass. Also Durchschnitt ist so 7 bis 8, habe ich das Gefühl. Manchmal hast du da was Schlechtes bei. Vielleicht ist es da eher dann noch eher so 6. Hey. Krass. Ich soll für Nefarius nice. Die verlorenen Teile des Ornamentes finden. Was? Das ist ja unglaublich. Du steckst schon wieder mit drin? Keine Angst, ich bringe die Dinger schon her. Ich habe sogar schon einige. Mein Freund. Naja, okay, ist nichts Spannendes. Alles unter 5 wegbannen. Ja, okay. Muss ja nicht für jeden was sein. Ist ja auch nicht für jeden Call of Duty was. So. Kann ja auch nicht jeder was mit anfangen. Oder mit FIFA. Hä? Wer will denn FIFA von euch spielen? Oder Fortnite, Leute. Hä? Kannst Fortnite nicht schlecht bewerten. Weil das ist schon eigentlich ein ganz gutes Spiel. FIFA 0, 0, 0. Hey, du. Kannst du mir ein paar Ausrüstungs... Sag mir... Ach, Chat. So, Myxia. Lehre mich die Sprache der Erbauer. 23 hey, Erfahrungspunkte haben wir. Lehre mich die fremde Sprache. Fangen wir erst einmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Sprache der Bauern lehren. Texte, die in der Sprache der Bauern geschrieben sind, handeln in der... Es ja. war die Gema... Ja. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Oha. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. 10 LP. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind.
Lehre mich die fremde Sprache. Noch mal 10 die oder hohe 20. Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. 15. Okay, die haben wir noch nicht. Oh, fuck. Verdrückt. Wie viel haben wir jetzt? 8. Okay, das ist natürlich nice. Wenn wir jetzt 15, wenn wir jetzt, wir haben ja hier diese ganzen, wir finden ja immer hier diese ganzen Schriftrollen, Steintafeln-Schriftrollen. Und wenn da eine 1 hinter ist, dann brauchen wir die Sprache der Bauern. Wenn da eine 2 hinter ist, die Sprache der Krieger. Und die 3 ist dann halt, das können wir noch nicht lesen hier. Wenn ich da drauf drücke, das kann ich nicht kann lesen. Ich nicht lesen. Aber Bogenschützen kann ich lesen. Und Bogenschützen 2 kann ich auch lesen. Das heißt, wir buffen uns jetzt übelste Kanne. Wir haben jetzt einfach 14 Skillungen durch Bogen dazu gekriegt, was umgerechnet für uns, wenn ich das richtig sehe, 28 Punkte gekostet hätte. 28 Lernpunkte aktuell. Das ist super krass. Für die 20, die wir rausgeballert haben. Und zusätzlich können wir jetzt noch Armbrustschützen machen. Gut, das ist uns relativ egal. Aber Lebensenergie nochmal hier. Schön nochmal 20 Lebensenergie dazu. Sehr, sehr nice. Hier nochmal mehr. 10, das können wir wieder nicht lesen. Magie, das ist bestimmt Mana. Ja, einfach noch Mana. Also es ist halt wirklich krass. Einhandkampf, mega geil. Wie viel ist denn das? 4. Alter, mega gut. Also das lohnt sich. Okay, das hier, die 3 hat sich theoretisch noch nicht gelohnt. Hätte sich auch nicht gelohnt, aber die werde ich auf jeden Fall auch machen. Aber jetzt haben wir halt einfach mal Schütze 54, 27 Stärke. Geschick haben wir noch gar nichts gefunden tatsächlich. Kämpfer sind wir jetzt. Das ist super nice. Nochmal mehr Erfahrung. Das ist alles tippitoppi. Das Schöne ist, das solltet ihr nicht machen, wenn ihr nicht gemoddet habt. Wenn man allerdings gemoddet hat, dann ist das egal, wenn man das schon vorher hat, weil wenn du jetzt, also wenn du im Hauptspiel dich schon vorher buffst mit diesen Steintafeln und so weiter, dann wird nicht berücksichtigt, dass du halt schon, also dann ist das schon vorher teurer, das Upgraden. Das heißt, du musst das erst später machen, das ist ein bisschen blöd, das ist hier in der Mod echt gut gelöst. Okay, wir haben keinen Tabak mehr. Das wird dann separat berechnet, wie viele Lernpunkte man schon selber rein investiert hat in Geschicklichkeit oder was auch immer es so gibt. Das ist das Schöne. Das macht die Lehiva-Mod. Ja. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Das ist das, was ich hier unbedingt noch machen wollte. CP Telly hat einen 19-fachen dagelassen. Vielen, vielen Dank. Hast du es dir am Hafen schon gut gehen lassen? Yeah, nein, habe ich nicht. Ich spiele ein enthaltsames Playthrough. Ist irgendwer in deiner Liste mit allen Mods, die du benutzt? Nee, nicht wirklich, aber das sind so die Standarddinger einfach. Kann man irgendwie bei YouTube googelt all, also wie YouTube googeln all, aber YouTube suchen irgendwie Gothic 2 in schön oder sowas. Gothic 2 Mod, wie auch immer. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr vor allem. Achso, okay. Welche Waffen denn testen? So, speichern. Jetzt haben wir hier noch den Teil, den müssen wir jetzt hier ausrauben. Ich glaube, hier oben gibt es noch mal was. Ich dachte, da wäre ein Goblin.
Links, rechts. Wow. Ein Feuerring, Schutz vor Feuer. Hallo. Ich glaube, das ist hier auch gar nicht so unangebracht, wenn ich mich noch recht erinnere. Hier waren, glaube ich, irgendwo Feuerwarane. Alte Steintafel, geil. Hier höre ich gerade irgendwie... Ich glaube, das waren Riesenratten. Da sind Goblins. Unangenehm. Der Schattenläufer ist unangenehm. Alter, ist... Mich verarschen? Das ist natürlich jetzt belastend. Gucken, ob ich den hier gegen die Wand irgendwo pressen kann. Hier ist es eigentlich schon gar nicht so schlecht. Oh, fuck. Hallo? Nein, so nicht, Kollege. No. Du gehst ganz falsch. Ach, fuck. Falsche F9. Da habe ich ja gar nicht so gespeichert. Falsch gespeichert. Ich darf da nicht hängen. Lol. Oh, Alter, das war arschknapp. Der hat mir immer mal wieder einen Hit gedrückt. Huiuiui. Da erstmal gleich direkt heilen. Autsch. Aber hey, wieder Schattenläufer besiegt. Jetzt haben wir noch den Schattenläufer bei Seekopfshof. Da kann ich aber wieder nicht gegen die Wand pressen. Das wird ein hartes Match. Da vorne war irgendwo auch ein Bett. Dann lege ich mich da hin, bevor ich jetzt wieder meine ganzen Heilungsshit aufbrauche. Ich liebe auch diese Musik hier, ne? Belastend, dass ich da so wenig Schaden nicht, an nicht zu plündern. Dunkelpilz. Heilpflanze. Dunkelpilz. Oh, hier kann ich da pennen. Was? Hier ist es wieder so relativ gleich. Hier haben sie, glaube ich, relativ wenig geändert. Zumindest von dem, was ich so im Kopf habe. Aber vielleicht kommt das ja noch. So, Varan. Wir müssen dann hier in diese schöne... Ruine da oben rein, aber erstmal müssen wir uns hier durchkloppen. Oh fuck. Nice, Jay. Na, jetzt wird's, glaube ich, hart. Ah, ja, vorne ist noch eine Höhle. Dann machen wir erst die Höhle weg. Wir haben ja gelernt, im Norden gibt es mehr von diesen Steintafeln. Das ist ganz geil. Gut, dass wir jetzt gerade das ganze Gerede, das mit der Sprache gelernt haben. Was haben wir denn hier in der Höhle? Da sind, glaube ich, Krieger bei, oder? Ah.
Easy Snack, weil man die One-Shotten kann, ist geil. Ich höre hier noch ein Quieken. Goblin-Quieken. Das ist immer unangenehm, wenn ich da diese... Das ist immer, glaube ich, das heißt irgendwie, dass hier eine Gruft ist oder sowas. Geh erstmal links rum. Alter, das hört sich richtig viel an. Goblin-Krieger? Ah, das ist eine, Alter, easy Snack. Bam! Jetzt fühle ich mich wirklich gerade wie Legolas bei Helm's Klamm. Oder in Helm's Klamm. Nice. Schöne Höhle. Ah, da vorne ist ja noch ein Weg. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Haben die eigentlich auch noch diese manchmal haben die auch Goblin-Bären dabei oder sowas, aber ich glaube, das haben die nicht mehr mittlerweile, ne? Das haben die bei Gothic 1, Gothic 2, glaube ich. Geh durch. Was ist denn das für eine Belohnung für so eine krasse... Das ist schon gar nicht so eine einfache Höhle, theoretisch. Wenn man nicht geil one-shotten würde, die Gegner. Ah. Lebensenergie plus 1, nice. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links, links, rechts, links, links, rechts, links, links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, 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 links, links, rechts, links, rechts, ah. Nice. Gönnen. Ja, lecker. Das war gut. Ich höre da hinten schon die Minecrawler kraxeln. Das gefällt mir nicht. Die Steintafel gönnen. Ja, gute Idee. Jetzt kapp ich die ja. Jetzt muss ich die mehr sammeln. 5 Lebensenergie für Lau. Nehmen wir mit. Dann speichern wir. So, hier müssten wir jetzt dann... Unangenehm. What? Aua. Okay. Ich glaube, den Golem werde ich nie besiegen können. Da braucht man da nicht eine stumpfe Waffe für. Ich habe keinen Hammer. Ich bin geschickt. Der boxt mich ja komplett aus dem Leben. Versuch's mit Magie. Was haben wir denn? Oh ja. Feuerball. Komm du erstmal an. Gegen Stein hilft nur Papier. Ja, ist auch so belastend, dass ich dann einfach auch keine scheiß Crits haue. Gegen den Kack-Minecrawler. Okay.
Das wird hart. Ich würde den gerne mal einmal testen, ob man den stunlocken kann und dann einfach immer mit Crits umhauen kann. So, jetzt komm her, du scheiß Minecrawler. Crafter, Crawler. So, krieg ich irgendeinen Schaden? Ah ja. Ob das ein Problem wäre, ey. Mit dem Meisterdegen geht alles klar. Easy Snack. Wer braucht schon Feuerbälle? Schwert. Kriegsbeil. Bogenschützen. Geil. Direkt nutzen. Nochmal Bogen verbessert. Das ist sexuell. Ja, heißt doch Schere, Stein, Meisterdegen, oder? Jetzt habe ich hier zwei Gegner. Das ist unangenehm. Irgendwie buggen die aber rum, oder? Ist das so gewollt? Dass man die erst anhauen kann? Egal. Kann ja auch nichts für. Schafft sich nicht aufzubauen, ist normal. Das war im Original so. Okay. Ah ja, Meisterdegen ist halt insane. Der ist schon wirklich stark. Okay, ich habe Angst, dass hier jetzt irgendwie ganz viele Gegner rauskommen oder so, wenn ich das öffne. Oh, Morgenstern. Okay. Geil. Keine Ahnung, wie gut der ist. Ja, nice. Grobes Schwert, ja. Silberteller. Was kann der Morgenstern? Gar nicht schlecht. 90. Hey. Alter, wenn ich Einhand gehen würde und Stärke, ich hätte schon so eine geile Auswahl. Ich könnte fast jeden Skillpunkt, den ich in Stärke reinwende, könnte ich schon mir eine neue Waffe raussuchen. Das ist schon ganz geil. Theoretisch. Oh oh. Ich sollte vielleicht nicht einfach gemütlich um die Ecke laufen, wenn hier direkt Gegner sein könnten. Ein Feldknöterich. Das hat sich gelohnt. Okay, nice Höhle. Die hat sich auf jeden Fall echt gelohnt. Viel Erfahrung, schöne Gegner, schönen Loot. Wobei ich mich als Nahkämpfer, als Bogentypi am meisten jetzt... Leute, das war gelbes. Oh, eine Schale, ein goldener Kelch. Am meisten jetzt über die Bogenschützen-Tafel gefreut habe. So, Feuernessel. Dann gehen wir mal da nach oben, sagt er. Gehen wir mal nach oben. Ich liebe dieses Setting, dieses Inka-Setting. Das ist so geil. Freut euch auf dieses Add-on. Für Leute, die dieses Add-on nicht gespielt haben, das ist so geil. Oder Azteken, keine Ahnung. Kann auch Azteken sein. Maya, meinetwegen auch Maya. Maya. Liebe es. Wenn ich aussuchen könnte, ist, glaube ich, von allen Add-ons, die ich so gespielt habe... Ha? Diablo hat auch starke Add-ons. Und WoW zähle ich jetzt mal nicht als Add-on. Na doch, das ist ja schon ein Add-on, ne? Ah, okay. Gibt auch einige gute Add-ons noch.
rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, rechts, 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 links. Nice. Oh, Pfeil, 120 Gold und den Orkschlechter. Ja, moin, normal. Das schwätzt auch sick aus. Das ist die neueste, beste Waffe jetzt. Lul, die ich dabei habe. Die ist ja richtig krass. Ja, stark. Ey, wollte ich gar nicht runter. Ich wollte hier runter. Ja, eine Steintafel. Lebensenergie. Magie. Speichern. So, Feuer-Varan. Ich weiß, dass die absolut krank sind. Varan ist schon krank. Ich glaube, der Feuer-Varan wird mich richtig bumsen. Wir tryen den aber mal. Oh. Oder so. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Bogen besser hier drauf gehen sollte und die abschieße, aber ich probiere mal einfach so im Kampf. Mal gucken, wie viel Schaden die hauen. Okay. Immerhin nicht One-Hit. Aber da sind wir gebrutzelt worden, ja. Definitiv. Ja, unangenehm. Aber, und sonst so bei euch? Der Euli, dankeschön für den zweifachen Prime-Sub. Gary Schlürmanns hat einen zweifachen dagelassen. Dankeschön. Aber Feuerwaran ist halt sick, ne? Dafür habe ich doch die Pfeile gespart. Toll. 300 Erfahrungspunkte. Nimmt man doch mit? Wie viel haben wir noch? Ja, hier, Alter. 268. Easy Snack. Nicht Tricks machen. Cheeser hassen diesen Trick. Also ist okay. Cheeser lieben diesen Trick. Wer braucht denn schon Pfeile, Leute? Ich habe die im fairen One-on-One besiegt. Two-on-One sogar habe ich sie besiegt. Aber das liegt auch nur daran, dass der Meisterdegen echt eine gute Reichweite hat. Ich glaube, sonst wäre RIP. Ich besiege in Kapitel 1 Feuerwarane. Okay. Okay. Mit ein bisschen Glück, zugegebenermaßen. Aber nehmen wir. Machen wir alles. Wenn ich irgendwo mal so eine
Steintafel vergessen sollte oder so. Wenn ihr wisst, dass die irgendwo hier in der Ecke liegt, ja, oder ich weiß, dass da eine liegt, gerne Bescheid sagen. Weil keine Ahnung, ob hier einfach nur die Warane sind, ohne dass hier irgendein geiler Loot ist. Oder ob ich blind bin. Ich habe einen interessanten Lederbeutel dabei. Nee. Also ja, da sind immer schön Münzen drin, aber bislang eigentlich noch nichts. Also den habe ich dann wohl schon geöffnet. Akt 1 ist, also wenn ich Add-on und Hauptspiel sind miteinander verwoben. Es gibt zwar eine neue Welt, aber in der alten Originalspielwelt gibt es ganz viele neue Quests und Orte und Charaktere, die vorher im Hauptspiel nicht drin waren. Wie beispielsweise diese ganz, also und hat ein paar Veränderungen leicht. Das ist wirklich verwoben, der Anfang. Also sobald wir durch das Portal gehen, kommen wir in die neue Welt, die nur Add-on ist. Also wirklich rein Add-on. Geh erstmal das Stück zurück, um das wieder aufzuschließen, den Weg. Na, man muss ja alles kaputt machen. Yo, 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 was geht ab? Frau Iowa ist back von ihrem Pferdchen. Oh, ich hasse fucking Blut fliegen, wenn die treffen, ist das immer so unangenehm, dass sie dann so viel Giftschaden. Alter. Dachte jetzt schon. Treff hier nicht. So. Oh, da ist eine Steintafel. Geil. Nach Zweihandkampf und dann auch noch Stufe 3. Belastend. Brauchen wir nicht. Können wir gar nicht hier brauchen. Aber wir haben jetzt auch 18:02 Uhr. Aber das war ein guter Stream. Das war ein wirklich guter Stream. Gut Fortschritt gemacht. Wir haben so viel Werk geplündert. Wir haben so viel auch abgehakt an Orten, die wir nicht mehr jetzt begehen müssen. Gegner besiegt. Wir haben Schattenläufer besiegt. Wir haben Feuerwarane besiegt. Wir haben jetzt den Meisterdegen. Wir haben sehr viele Quests abgeschlossen. Das ist gut. War gut. Enos. Enos. Wie hoch kann ich das eigentlich machen, die Enos-Gunst? Ja, Geschicklichkeit plus 1. Nehmen wir. 10-mal. Dann haben wir ja, sind wir ja bald durch. Schade. So, dann speichern wir hier ab und morgen geht es dann hier schon weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Morgen Nachmittag. Da... Ups. Genau, da müssen wir nämlich noch zum schwarzen Troll. Der ist nämlich auch da schon verzeichnet. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Speichern wir mal alles wieder ab. Gibt es nämlich jetzt Abendessen. Den schwarzen Troll machen wir dann morgen. Wenn wir den hinkriegen. Versteht sich. Aber ich gehe mal davon aus. Oh, wobei, ich weiß nicht, wie sich da jetzt die Welt ändert. Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, dann. Raiden war noch. Wen raiden wir denn jetzt? Gucken wir mal. Tja,
die Dash Ducks. Kennt ihr die Dash Ducks schon? Leute, die haben 572 Zuschauer. Alles klar. Ab zu den Dash Ducks, Leute, für euch. Wenn ihr die noch nicht kennt, habt da Spaß mit. Ist lustig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Die Streams, also der Stream von gestern von Gothic kommt jetzt gleich online. Ich stelle den gleich online. Und der Stream von heute kommt dann, denke ich, morgen online. Und morgen um 15 Uhr streamen wir weiter Gothic. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und viel Spaß mit den Enten. Ciao.